wir ganz viele tolle Expertinnen aus ganz unterschiedlichen Kontexten heute gewinnen konnten. Einerseits für Impulsvorträge und dann aber natürlich auch hier im Publikum, dass wir gemeinsam hier darüber diskutieren werden. Ganz zu Beginn so ganz wenige organisatorische Hinweise. Wir würden die Veranstaltung gerne aufzeichnen, aber nur den Input sozusagen erstmal am Anfang. Das ist dann also auch hier eher frontal. Aber trotzdem wollte ich nochmal gerne in den Raum stellen, ob das für alle soweit in Ordnung ist. Wir würden auch ein paar Fotos machen, auch vornehmlich vom Podium. Aber falls da eine Person sozusagen Einwände hat, dann gerne bei Jeremy, der die Fotos macht, sozusagen nochmal einfach einmal Bescheid geben. Ja, Wohnen ist die soziale Frage unserer Zeit. Das sagt nicht nur die Linke, das sagen Politiker in fast aller Parteien. Da ist man sich immer ganz schnell einig. Und trotzdem, wenn es dann um die konkreten Politiken geht, dann wird es dann doch recht divers und kontrovers, wenn man da genauer hinschaut. Ohne Zweifel, das Zuhause ist der Lebensmittelpunkt und ist wirklich kapitalistischen Verwerfungen ausgesetzt. Und es lohnt sich aber eben, und damit wollen wir uns ja heute auch beschäftigen, feministische Perspektiven darauf nochmal genauer zu beleuchten, denn das Patriarchat oder patriarchale Machtstrukturen machen keinen Halt vor dem Berliner Wohnungsmarkt. Ganz im Gegenteil, sie produzieren und produzieren ein kapital- und genderbasiertes Unterdrückungsverhältnis und auch Geschlechterverhältnisse an sich. Und insofern ist eigentlich gar nicht erklärungsbedürftig, warum wir so ein Fachgespräch heute machen, nicht zuletzt ja auch 2 Tage vor dem Frauenkampftag. Viele Themen, die die feministische Bewegung und Forschung beschäftigen und die einen sehr starken Zusammenhang zum Wohnen haben. Also wir reden über Wohnen und Armut, wir reden über Gender Pay Gap, wir reden über eine sexistische Diskriminierung von Frauen, insbesondere von Migrantisierten und Alleinerziehenden bei der Wohnungssuche, dass Frauen einen Großteil der bezahlten und unbezahlten Sorgearbeit tragen, die eben in der Regel im Wohnumfeld stattfindet. Also man kann, glaube ich, sagen, eine Wohnungspolitik, die nicht explizit feministisch und machtkritisch ausgerichtet ist, die reproduziert den schlechten Status quo, und das ist für uns als Linke natürlich nicht hinnehmbar. Und deswegen haben wir heute mit dem Abend gewissermaßen 2 Ziele. Wir wollen uns einerseits auch inhaltlich weiterbilden mit den Inputs, die wir vorbereitet haben und auch der anschließenden Diskussion. Also schon auch die Frage stellen, welche Leerstellen hat auch unsere Politik, wie können wir diese schließen und wo fehlt noch die Berücksichtigung feministischer Perspektiven in der Berliner Wohnungspolitik. Und damit schon eng zusammenhängend geht es für uns auch nochmal um konkrete Impulse für eine linke Wohnungspolitik, zu sagen, es braucht eigentlich sowas wie einen feministischen Reflex in dem, wie wir wohnungspolitisch hier agieren. Zum Ablauf des Abends, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, wir werden beginnen mit so Impulsvorträgen der Referentinnen, die werde ich dann auch im Einzelnen gleich nochmal vorstellen, die uns erst einen theoretischen Überblick über das Themenfeld nochmal geben. Dann haben wir auch 2 Kommentare gewissermaßen aus der politischen parlamentarischen Praxis meiner Abgeordnetenkolleginnen. Und dann wollen wir nochmal auch mit uns zwei, ja, man könnte es vielleicht Fallbeispielen nennen, von der feministischen Wohnungspolitik. Und dann im zweiten Teil wollen wir die Runde öffnen für eine gemeinsame Diskussion. Und für beides haben wir ungefähr 60 Minuten eingeplant, kommen hier also sozusagen vielleicht so gegen 8 vielleicht aus dem Raum raus und sind dann fertig. Genau, wir beginnen mit dem ersten Impulsvortrag. Dr. Sarah Klosterkamp, hier zu meiner Rechten. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Arbeitsgruppe von Professor Dr. Sebastian Schipper an der Goethe-Universität Frankfurt am Main, Mitglied im Arbeitskreis Politische Geografie und Sprecherin des Arbeitskreises Feministische Geografie. Ihr Forschungsschwerpunkte sind partizipative Stadt- und Regionalforschung, Entmietungsvorgänge, Armut und Ungleichheit in der Stadt. Und darüber, wir haben gerade noch einen Podcast aufgenommen, haben wir uns auch insbesondere über Entmietungsvorgänge und Zwangsräumungen, Räumungsklagen und welche Gender-Aspekte und insbesondere intersektionale Perspektive es darauf eigentlich gibt, unterhalten. Und freue mich sehr, dass du da bist. Vielen Dank, dass du auch extra aus Frankfurt am Main, muss man ja nochmal sagen, nee, aus Köln. Na gut, angereist bist. Genau, wir freuen uns sehr auf den einführenden Vortrag von dir zur Frage, was ist eigentlich eine feministische Wohnungspolitik? Kann man das eingrenzen? Wie ist die Lage von Frauen auf den Wohnungsmärkten? Ja, auch von mir vielen Dank für die nette Einladung. Ich freue mich total, hier zu sein. Ich gehe mal davon aus, dass meine Präsentation von alleine kommt, und fange einfach schon mal an zu sprechen, damit wir nicht so viel Zeit verlieren. Wenn wir über Ungleichheiten im Feld des Wohnens heute sprechen wollen, dachte ich mir, ähnlich wie Niklas, lohnt es sich vielleicht mit ganz allgemeinen Fragen zu starten, um uns gedanklich ein bisschen einzustimmen. Und
Genau, in dem Sinne habe ich auch so ein paar mitgebracht. Die mache ich aber nur ganz kurz. Wie und wodurch bestimmte Verhältnisse, unsere Wohnentscheidungen, könnte so eine sein. Wie und wodurch verlieren Menschen, insbesondere Frauen, ihre Wohnung? Und wie hängt das alles mit Besitz- und Eigentumsverhältnissen zusammen? Um diese und weiteren Aspekte wird es in den nächsten 10 Minuten von meinem Input gehen und das entlang dieser Gliederung. Wir werden dabei feststellen, was viele Anwesende vielleicht eh schon ahnen, eine generelle Antwort auf diese Fragen gibt es nicht, aber ich möchte gerne mit diesem kurzen Input ein paar Ansätze und Einblicke aus dem Kontext einer feministischen Wohnforschung teilen, mit dem Ziel, uns gemeinsam einer möglichen Vision einer feministischen Wohnungspolitik zu imaginieren und anzunähern und vielleicht auch festzustellen, was es dafür noch bräuchte und wo es hakt. Beginnen wir also ganz von vorne. Wie wir in den vergangenen 2 Jahren erneut leider feststellen durften, ändern und verschärfen sich durch Krisen Fragen der Zugangs- und Verteilungsgerechtigkeit noch einmal ganz gravierend. Davon haben und hatten wir eine ganze Menge. Es ging um gestiegene Lebensmittelpreise im Zuge der Inflation, um weiter steigende Mieten aufgrund von Verknappung von Wohnraum und stark erhöhten Energiepreisen. Dies zeitigte Missstände, die vor allem besonders diejenigen hart getroffen haben, die aufgrund geringer Renten, dem krisenbedingten Wegfall von Erwerbsgelegenheiten, die Miete nur verspätet oder vermindert zahlen konnten. Nicht wenige haben dadurch ihre Wohnung verloren. Knapp 30.000 waren es allein zu Spitzenzeiten der Pandemie. Das sind 81 pro Tag, wie Karen Ley dokumentierte. Und da die Krisen bislang politisch nicht zur Genüge bearbeitet werden, ist absehbar, dass diese gewaltvollste Form der Entmietung, zu der ich aktuell vor allem arbeite, auch in Zukunft weiter und vermehrt stattfinden wird. Zugleich müssen wir auch feststellen, dass Menschen ganz unterschiedlich von diesen Krisen betroffen sind und waren und das auch schon auf einer Mikroebene. Also in einem Haus, in einer Wohneinheit oder auch in einem Kiez kann das schon ganz unterschiedlich sein, je nachdem, wie die Bewohnerinnen selbst situiert sind und werden im Feld des Wohnens. Und damit sind wir schon mitten im Thema und bei einem der vielleicht zentralen Begriffe des heutigen Fachgesprächs, dem der Intersektionalität und feministischen Perspektiven auf dem Wohnungsmarkt. Intersektionalität ist ein Begriff, der zunächst einmal das Zusammenwirken mehrerer Unterdrückungsmechanismen beschreibt. Eine ganz wesentliche Impulsgeberin hierfür ist und war die US-amerikanische Juristin Kimberly Crenshaw. Kern ihres Arguments ist, dass Intersektionalität lange eine gelebte Praxis war, bevor er selbst zu einem Begriff wurde. Denn gerade so ihr Argument, wenn eine Person im Mittelpunkt mehrerer Arten von Ausgrenzung steht, wird sie am Ende wahrscheinlich von allen gleichzeitig betroffen sein. Diese Erkenntnis ist mittlerweile weit verbreitet. Intersektionalität als Begriff und Analyseinstrument wird sowohl in der wissenschaftlichen Forschung als auch in der pädagogischen und bildungspolitischen, aber auch in aktivistischen Zusammenhängen benutzt. Auch im Feld des Wohnens gilt, es wirken meist mehrere Unterdrückungs- und Ausgrenzungsmechanismen zusammen. Das bedeutet, der unterschiedliche Zugang zu Wohnraum ist somit auch eine Form von der Reproduktion von Privilegien und damit verbundenen Unterdrückungs- und Ausgrenzungsmechanismen. Bevor wir aber mit diesen Kategorien an ganz konkreten Beispielen weiterarbeiten, möchte ich vorab noch einige Begriffe und Abgrenzungen einführen, die mir dafür relevant erscheinen. Hierfür haben wir zum einen die Unterscheidung zwischen dem sozialen Geschlecht und dem biologischen, Gender und Sex. Während Ersteres als Gender auf gesellschaftliche Rollenzuschreibung und geschlechtliches Empfinden basierend zugeschriebenen Eigenschaften basiert, rekurriert der Begriff Sex, also das biologische Geschlecht, auf körperlichen geschlechtsspezifischen Merkmalen. Die Binarität von Mann und Frau ist damit häufig konnotiert. Warum ist das relevant? In vielen Studien wird meist weiterhin nur von Frauen gesprochen. Das heißt, gemeint sind hier meist cis-hetero-Frauen, wo das biologische Geschlecht mit der Geschlechtsidentität übereinstimmt. Der Begriff Flinter hingegen bezieht Frauen, Lesben, Intersexuelle, nicht-binäre Transpersonen und Agender mit ein. Er fokussiert also auf alle Personen, die im Patriarchat diskriminiert werden. Oder anders gesagt, der Fokus liegt hier auf Geschlechtsidentität und nicht so sehr auf der sexuellen Orientierung. Das ist also eigentlich besser und präziser für unser Anliegen heute. Das Problem, in vielen Studien wird weiterhin von klassischen binären Geschlechtermodellen gesprochen, also Mann, Frau. Wenn ich diese also heute und hier zitiere, liegt das vor allem an der Datenlage und nicht, weil mir diese Unterscheidung nicht wichtig ist. Häufig firmiert dieser Umstand auch unter dem Stichwort Gender Data Gap. Wir bräuchten also eigentlich bessere und detailliertere Studien, um Aussagen größerer Reichweite im Sinne intersektionaler Verschränkung zu treffen. Und dieser Befund, so würde ich sagen, stellt vielleicht ein erstes Zwischenfazit dar, wenn wir über die Herausforderungen beim heutigen Thema sprechen. Drehen wir also vielleicht den Spieß einmal um. Was wissen wir und wie können wir uns der Lage von Frauen von nun an mit Sternchen auf dem Wohnungsmarkt empirisch annähern?
Hierfür lohnt ein Blick nach Österreich. Gabo Heindl hat in Zusammenarbeit mit sehr vielen anderen Vertreterinnen aus der Praxis, vor allem im Rahmen einer gemeinsamen Studie, herausgearbeitet, dass es ganz spezifische Bruchstellen und Neuanfänge im Leben von Frauen gibt, die oft zur Prekarisierung beitragen. Die Autorinnen nennen dieses Lebensumbruchsstellen. Sie zeigen auf, dass diese Bruchstellen im Laufe von Wohnungs- und Erwerbsbiografien einen ganz entscheidenden Einfluss auf die Wohnsituation nehmen und häufig zu Situationen führen, die gerade für Frauen sehr herausfordernd sind. Dazu gehören beispielsweise der Auszug aus der elterlichen Wohnung, die Entscheidung für Kinder oder gegen einen Ort, an dem sie vorher gelebt haben. Wohnen sie nicht alleine, sondern in heterosexuellen Paarbeziehungen, ist für sie das Zuhause statistisch gesehen zugleich der unsicherste Ort. Dies verraten uns Einblicke in die Statistiken häuslicher Gewalt und das sowohl in Österreich als auch in Deutschland. Die Autorinnen fassen es so zusammen: Während für Männer eine Scheidung vor allem ein finanzielles Problem darstellt, ist es für Frauen in Österreich häufig ein existenzielles. Warum ist das so? Frauen dort, wie auch hier in Deutschland, haben im Schnitt weniger Einkommen als Männer und wenden zugleich damit im Schnitt einen höheren Anteil ihres Einkommens fürs Wohnen auf. Daran erinnert uns auch heute der Equal Pay Day. Beim Lohn wirkt der Gender Gap in ungleicher Bezahlung, in Teilzeit und damit verbunden auch in geringeren Pensionen. 22% der Frauen arbeiten in Niedriglohnbeschäftigung. Oft betrifft das die für die Gesellschaft unverzichtbare Care-Arbeit. Viele der Frauen sind Migrantinnen. Sie verdienen weniger als 2/3 des Medianlohns pro Stunde. Armut ist also auch weiblich. Neben fehlendem Einkommen haben Frauen weniger Zugang zu Bildung und sozialem Kapital. Beides spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Suche nach bezahlbarem Wohnraum. Als Housing Poor sind sie von zu hohen Wohnungskosten besonders hart betroffen. Rund 20% der in Wien befragten alleinerziehenden Frauen standen bereits einmal vor der Gefahr, wohnungslos zu werden. Beinahe 50% der alleinerziehenden Frauen mit niedrigem Einkommen gaben an, immer wieder vor dem Problem zu stehen, dass sie sich das Heizen kaum noch leisten können. Das ist ein Problem auch in Deutschland. Im Kontext meiner eigenen Forschung an deutschen Amtsgerichten zur Vergabe von Räumungstiteln und Mietstreitigkeiten, die ebenfalls in der Regel in einer Entmietung münden, begegnen uns ähnlich gelagerte Konstellationen. Auch hier sind es vor allem Frauen und kranke Menschen, die betroffen sind. Die eingangs angeführten Krisen führen auch hier zu unterschiedlichen Anklagezyklen und damit verbundenen Zahlungsengpässen. In 2022 konnten wir die Ausläufer der Pandemie sehen durch lange Krankenstände, fehlende Ausgleichszahlungen und Kurzarbeit. Im Jahr 2023 waren erste Verfahren aufgrund ausbleibender Nebenkostenzahlungen im Zuge der Energiekrise zu beobachten. Spricht man mit Richterinnen, die vor Ort täglich solche Entmietungsvorgänge begleiten, verweisen die nur mit einem Handzeichen auf die vollen Briefkästen und hört dann Aussagen wie: Verfahren wie diese hier werden wir immer häufiger haben. An manchen Standorten machen wir bereits schon heute nichts anderes mehr. Oder speziell für den Berliner Kontext heißt es dann etwa: Jeden Tag kommen neue Anträge, teilweise mit Eilnotiz. Die Einkassierung des Mietendeckels habe das Ganze nur noch weiter befeuert. Das ist alles ganz großer Mist. Sie sehen ja selbst, wie groß der Andrang ist. Mein letztes Beispiel, ein wenig anders gelagert, aber ich würde sagen, auch das gehört zum Komplex Wohnungsmarkt hinzu, sind Frauen hier auch seltener Besitzende von Immobilien. Das zeigt zuletzt beispielsweise eine Auswertung des Immobilienvermittlers Interhype. Von 66.000 Finanzierungen kauften 70% als Paar, 30% waren Einzelpersonen. Der Geschlechterunterschied ist hier deutlich ausgeprägt. 2 von 3 dieser Alleinfinanzierungen werden durch Männer bestritten. Schon etwas länger ist dies auch bekannt für das Thema Erben. Auch hier sind Frauen deutlich unterlegen und gehen statistisch gesehen häufiger leer aus, gerade wenn es um Immobilien geht. Kommen wir zu einem vorläufigen Ende und enden möchte ich mit 3 Thesen und Befunden. Erstens, wenn Ungleichheiten vorliegen, sind sie meist auch intersektional verschränkt und verschärfen die Situation. Das sehen wir in besonderer Weise auch im Feld des Wohnens und eng verknüpft ist dies mit Fragen und Formen von bezahlter Arbeit. Zweitens, Privilegien führen häufig zu besseren Zugangschancen auf dem Wohnungsmarkt und Besitz, Deprivilegien hingegen zu mehr Prekarität, aber nicht immer. Generell lässt sich auch sagen, dass Männer mehr Wohnraum besitzen, verwalten und erben als Frauen. Das ist ein Problem und könnte und sollte vielleicht auch noch stärker in ansonsten sehr tollen Rechercheprojekten, wie dem, wem gehört die Stadt, beleuchtet werden. Drittens und letztens gilt festzuhalten, empirische Daten helfen für eine erste Orientierung im Feld, aber wir bräuchten noch mehr und auch dezidiert intersektionale Studien, die genau so operieren, um Aussagen größerer Reichweite zu generieren.
Wohnen, so würde ich also als ersten Zwischenstand resümieren, ist das Ergebnis sozialer und ökonomischer Machtstrukturen ebenso wie deren Vorbedingungen, gleichzeitig aber auch Tätigkeit, Ort, Erfahrung und Ideal. Eine feministisch informierte Kritik und Theoretisierung des Wohnens erlaubt es, all diese sich überlagernden Prozesse und strukturellen Bedingungen, in denen Wohnen stattfindet und die in Wohnpraktiken reproduziert werden, zusammenzudenken. Ich würde sagen, das macht eine feministische und auch geografische Wohnforschung gerade in Zeiten der Krise so spannend, aber auch so wichtig. Wie kann das aussehen? Und ich bin total gespannt und hoffnungsvoll, auch noch mehr davon zu hören gleich. Als Beispiel habe ich noch das intersektionale Stadthaus mitgebracht, als ein positives Beispiel. Das ist ein dreigeschossiges Hofhaus aus Wien, was zu einem Ein-Küchenhaus umgebaut wurde. Das Projekt besteht aus Menschen ganz unterschiedlichen Alters, von 6 bis 60 Jahren, mit ganz unterschiedlichen Geschlechtsidentitäten, Sprachkenntnissen sowie unterschiedlichen Arten legalisierten Aufenthalts. Finanziell getragen wird das durch eine solidarische Ökonomie, bei der Privilegien umverteilt werden, und das funktioniert. Davon würde ich gern mehr sehen, und es gibt noch viel zu tun, also packen wir es an und ich freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank für den ersten Überblicksvortrag heute. Wir würden das jetzt immer so machen, dass wir einmal in die Runde, dass ich einmal in die Runde frage, ob es jetzt konkrete Verständnisfragen zu dem Vortrag gibt. Dann würden wir das jetzt gleich behandeln. Ansonsten machen wir einmal die Vorträge sozusagen durch und gehen dann in die Debatte. Genau, gibt es konkrete Verständnisfragen? Sehe ich erstmal nicht. Dann würden wir jetzt zum zweiten Vortrag gehen, und zwar mit Tabia La Torre, die auch wissenschaftliche Mitarbeiterin, auch eine Arbeitsgruppe von Professor Dr. Sebastian Schipper in einer Universität Frankfurt am Main ist, aktuell promoviert zu feministischen Perspektiven auf die Kommodifizierung des Wohnens und auch Aktivistin in der Mietenbewegung ist bei Eine Stadt für alle Frankfurt am Main. Und wir jetzt nochmal sozusagen auch weiter feministisch-materialistische Kritik an der Kommodifizierung von Wohnraum uns damit beschäftigen wollen und was wir dem entgegensetzen können. Schön, dass du da bist. Ja, vielen herzlichen Dank, Niklas, und danke euch allen. Und ja, ich freue mich total, hier zu sein. Ich bin noch nie im Abgeordnetenhaus gewesen und freue mich über den Andrang, über das große Interesse an der Veranstaltung. Ja, wie Niklas schon gesagt hat, möchte ich in den nächsten 10 Minuten aus materialistisch-feministischer Perspektive auf die Kommodifizierung von Wohnraum blicken. Und jetzt noch ein kurzer Hinweis, weil Sarah es gerade schon erläutert hat. Wenn ich von Frauen spreche in meinem Vortrag, meine ich tatsächlich die strukturelle gesellschaftliche Binarisierung der Geschlechter und die damit einhergehende soziale Konstruktion von Weiblichkeit, obwohl ich natürlich eigentlich der Meinung bin, dass jeder und jeder, der sich als Frau fühlt, auch eine Frau ist. Zunächst einmal zum Begriff der Kommodifizierung oder auch Vermarktlichung. Der damit benannte Prozess beschreibt das Zuwahremachen vormals nicht ökonomisch organisierter Lebensbereiche. Im Lebensbereich Wohnen haben wir es dabei mit einer sehr komplexen Ware zu tun, denn Wohnraum ist immobil und lässt sich bei steigender Nachfrage nicht beliebig und vor allem nicht an Ort und Stelle ausreichend schnell nachproduzieren. Grund und Boden sind endlich, Bauen dauert lange und der strukturell segregierte Immobilienmarkt ist intransparent. Deshalb regelt der Markt Wohnungsfragen nicht, er verschärft sie vielmehr. Durch Jahrzehnte der Deregulierung, Privatisierung und Finanzialisierung sind ehemals zumindest zeitweise preis- und belegungsgebundene Wohnungen in der BRD, die mit öffentlichen Mitteln nach dem Zweiten Weltkrieg errichtet wurden, zu Tausch- und später Spekulationsobjekten geworden. Infolge der Abschaffung der Wohnungsgemeinnützigkeit 1990 sind viele bis dahin öffentliche Wohnungsbestände privatisiert und in Wertanlagen verwandelt worden. So wurden sie ein Fall für Spekulanten und sind heute in der Hand von institutionellen Investoren wie beispielsweise Vonovia. Immobilien werden mit immer neuen Verwertungsansprüchen überfrachtet, um über den Hebel von Mietsteigerungen, zum Beispiel im Kontext energetischer Modernisierung, privaten Profit abzuschöpfen. Obwohl Wohnen also ein Grundbedürfnis ist, können sich viele Menschen das Wohnen und somit das Leben in der Stadt nicht mehr leisten. Der zugrunde liegende strukturelle Widerspruch zwischen Reproduktion und Verwertbarkeit oder auch dem Gebrauchs- und Tauschwert der Ware Wohnen manifestiert sich dabei zentral in den Konflikten zwischen Vermieterseite und ihrem Streben nach Rendite auf der einen Seite und den Mietenden in ihrem Streben nach mit den Einkommen bestreitbaren Wohnkosten und angemessener Wohnqualität. Die Wohnung, wie wir sie heute kennen, ist also ein widersprüchlicher Ort. Sie ist Ort der Reproduktion, an dem Menschen sich erholen, Hausarbeit machen, essen, schlafen und ihren Alltag verbringen. Zugleich ist sie aber als Ware in Kapitalkreisläufe eingebunden und spielt eine zentrale Funktion in der politischen Ökonomie und somit für die Reproduktion des Kapitalismus selbst.
die mit diesen widersprüchlichen Funktionen verknüpften und auch gesellschaftlich legitimierten Vorstellungen über das Wohnen und damit auch über die Reproduktion und die gesellschaftlichen Sorgebeziehungen fungieren, zugleich als Verkörperung und Stütze der kapitalistischen Ideologie sowie patriarchaler Machtstrukturen. Wir können zusammenfassen, dass die alltäglichen Erfahrungen mit der marktförmigen Organisation des Wohnens vier Grundpfeiler des Kapitalismus normalisieren. Erstens das Privateigentum als Zentrum aller Aktivitäten, zweitens den Markt als Allokationsmechanismus von Waren, drittens den Imperativ der Akkumulation als Modus operandi unserer Gesellschaft sowie viertens die vergeschlechtlichte Arbeitsteilung. Um zu erklären, warum die Wohnungsfrage feministisch zu stellen ist, möchte ich eine kurze theoretische Kontextualisierung vornehmen. Materialistisch-feministische Theorien wie beispielsweise die Social Reproduction Theory verbinden eine Kritik an patriarchalen Strukturen und Geschlechterverhältnissen mit einer Analyse der vermittelten ökonomischen Verhältnisse und der Strukturlogik des Kapitals. Sie rücken dabei die zentrale Rolle von Reproduktions- und damit auch Sorgearbeit für das Funktionieren des Kapitalismus in den Vordergrund. Sie fragen, wie und von wem die Arbeiterinnenklasse reproduziert wird. Die Wohnung fungiert dabei als ein zentraler Ort, der die alltägliche Reproduktion von Menschen und somit von Arbeitskraft sicherstellt. Die dafür notwendige, meist unentlohnte und emotional fordernde Arbeit leisten häufig Frauen. Weil sie strukturell mehr Care-Arbeit leisten, übernehmen Frauen daher oft weniger und schlechter bezahlte Lohnarbeit, wodurch sie auf dem Wohnungsmarkt benachteiligt werden. Sarah hat den Zusammenhang bereits mit Zahlen erläutert. Staatliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel die Eigenheimförderung, das Baukindergeld, aber auch Steuersubventionen, begünstigen konservative Reproduktionsverhältnisse samt der geschlechtstypischen Arbeitsteilung. Die Organisation von Wohnraum spielt somit eine zentrale Rolle bei der Aufrechterhaltung patriarchaler Zustände. Die strukturellen und historischen Wurzeln der patriarchalen neoliberalen Wohnungspolitik liegen begründet in einem stark männlich dominierten Sektor. Wir haben da oben schon ein schönes Bild. Schon die Wohnungspolitik während des sogenannten Wirtschaftswunders unter den CDU-Politikern Ludwig Erhard, Wirtschaftsminister, und Paul Lücke, Bundesbauminister, legte den Grundstein für den bundesdeutschen Ordoliberalismus und verknüpfte diesen mit einem christlich-konservativen Kleinfamilienideal. Sozialer Wohnungsbau wurde entsprechend der Logik der sozialen Marktwirtschaft nicht als öffentlicher, dauerhaft belegungsgebundener Bestand geschaffen. Stattdessen bauten ihn private und öffentliche Bauträger mithilfe staatlicher Förderung, für die sie dem Staat nur temporär Belegungs- und Mietpreisbindungen zusichern mussten. Über den Umweg dieser sozialen Zwischennutzung wurde auf diese Weise die Bildung von privatem Kapital stimuliert. Mit dem Traum vom suburbanen Eigenheim auf der anderen Seite sollte entsprechend dem konservativ-kooperatistischen Wohlfahrtsmodell die individualisierte Verantwortungsübernahme des Mannes für die Familie verinnerlicht werden. Die daraus folgenden vergeschlechtlichten Reproduktionsweisen werden nach wie vor institutionell verstetigt. Wohnen als soziale Praxis und die politische Steuerung der Wohnraumversorgung sind also untrennbar verknüpft mit der kapitalistischen Vergesellschaftung sowie ungleichen Machtverhältnissen und intersektionaler Diskriminierung. Auch die räumlichen Strukturen des Wohnens sind vergeschlechtlich und wirken vergeschlechtlichend, denn sie manifestieren normative Geschlechterrollen und Reproduktionsverhältnisse. In den Grundrissen der städtischen Wohnsiedlungen und suburbanen Einfamilienhäuser der Nachkriegszeit ist das bürgerliche Ideal der Wohnung als Platz der Privatheit, Hort der Sicherheit, Ort der Sorge und damit auch gesellschaftlicher Idealtypus der heteronormativen Kleinfamilie sprichwörtlich in Beton gegossen. Die funktionale Trennung von Lohnarbeit und Reproduktion macht Haus- und Care-Arbeit unsichtbar und reproduziert so Geschlechterungleichheiten. Lohnarbeit ist in dieser Erzählung die einzig wahre Form von Produktivität, an der ein jeder Mensch in Bezug auf seinen gesellschaftlichen Beitrag leistungsmäßig und damit lohnbezogen gemessen wird. Wer nur zu Hause arbeitet, ist unproduktiv und unsichtbar. Diese überspitzt dargestellte Männlichkeit hat sich über Jahrzehnte in den Wohnungen unserer Städte, auch den Daten über das Wohnen und damit auch als soziale Praxis und Ideologie manifestiert. Heute aber reiben sich an vielen Orten die Bedürfnisse einer diversifizierten postmigrantischen Gesellschaft mit vielfältigen Arbeits-, Lebens- und auch Sorgemodellen an diesen starren, verräumlichten Strukturen. Schade, das Bild sieht man nicht. Dass wir die Stadt nicht schon längst entsprechend unserer Wünsche und konkreten Utopien umgebaut haben, liegt an der privaten Verfügungsmacht und der mangelnden demokratischen Kontrolle über unseren Wohnraum. Die Neoliberalisierung von Stadt-, Sozial- und Wohnungspolitik sowie nicht zuletzt von Staatlichkeit selbst in den letzten über 40 Jahren hat Privatisierung und Finanzialisierung von Wohnraum ermöglicht und damit Gentrifizierung und Verdrängung den Weg bereitet.
Der Verlust politischer Handlungsmacht und die Profitmacherei aus dem Alltag der Menschen erzeugen Zukunftsängste und Ohnmachtserfahrungen. Die umfassende Ökonomisierung des Wohnens hat nicht nur Vermietungs- und Bewirtschaftungspraxis der Unternehmen, sondern auch politische Verhältnisse und soziale Beziehungen in den Nachbarschaften verändert. Menschen haben nicht mehr haben das Gefühl, nicht mehr über ihren Lebensmittelpunkt bestimmen zu können und mit ihren NachbarInnen um die letzten bezahlbaren Wohnungen zu konkurrieren. Diese an Wettbewerb und Effizienz ausgerichteten Beziehungsweisen nähren Ressentiments, soziale Spaltung sowie ein tiefgreifendes Misstrauen in Institutionen und Politik. Die neoliberale Transformation hat damit zu einer immer weiter unter die Haut gehenden Erosion sozialer Sicherheit sowie einer Destabilisierung gesellschaftlicher Verhältnisse geführt. Prekarisierung und Entfremdung versperren dabei den Raum für das kollektive Entwerfen von hoffnungsvollen Zukunftsperspektiven und auch den Glaube an die Veränderbarkeit der Verhältnisse. Um das Gesagte noch einmal zusammenzufassen, möchte ich den Stadtforscher David Madden zitieren. Er sagt: "Capitalism could not exist without the constant work of maintaining workers, and much of this happens at home, unwaged. But when housing becomes precarious, the work of reproduction that occurs within it is disrupted. The neoliberal transformation of the housing system therefore threatens one of the foundational processes that keep urban life going." Der Zusammenhang wird hier nochmal aufgezeigt. Soziale Kämpfe um das Wohnen sind immer auch Kämpfe um soziale Reproduktion selbst. Der sozialistische Feminismus erinnert uns bis heute daran, dass die Wohnungsfrage nicht nur gesellschaftlich von zentraler Bedeutung ist, sondern auch so lange feministisch bleibt, bis die Verschwisterung von Patriarchat und Kapitalismus ein Ende hat. Schon in den 70ern haben FeministInnen die komplexen patriarchalen Herrschaftsverhältnisse in und um das Wohnen bestreikt und einen Lohn für Hausarbeit und die Kollektivierung von Reproduktionsarbeit gefordert. Diese vergangenen, aber auch aktuelle Kämpfe um das Wohnen zeigen, dass Wohnen Ausgangspunkt für emanzipatorische politische Kämpfe sein kann. Kämpfe für kollektive Selbstbestimmung, Bedürfnisbefriedigung statt Entfremdung und geteilte Reproduktionsarbeit statt individualisierter, unbezahlter Hausarbeit. Wir brauchen heute mehr denn je Räume für Austausch und zum Entfalten, um Prekarisierung und Entfremdung entgegenzuwirken. Solidarische und nicht ökonomische Beziehungsweisen bilden hierfür die Basis. Und es ist insbesondere die MieterInnenbewegung, die durch Organizing, Initiativen, Treffen, Haustürgespräche, Demos, Kampagnen und vieles mehr bunte Gegenerzählungen zum neoliberalen Mainstream entwirft und so solidarische Beziehungsweisen knüpft und nährt. Und genau da sollten wir ansetzen, MieterInnen als Expertin für das Wohnen ernst nehmen und ihnen die kollektive Macht geben. Als Abschluss nun, was ist ein feministischer Gegenentwurf für eine emanzipatorische Wohnungspolitik? Ich würde jetzt gerne ein konkretes Bild davon entwerfen und sagen, eine Welt, in der alles besser ist. So wie hier zum Beispiel. Aber das kann ich als privilegierte Akademikerin nicht, zumindest nicht allein. Zunächst einmal ist eine feministische Wohnungspolitik keine Marktpolitik, sondern eine inhaltlich gestaltende Politik, die den Gebrauchswert und nicht den Tauschwert des Wohnens in den Mittelpunkt stellt. Eine feministische Wohnungspolitik, so würde ich argumentieren, ist eine Wohnungspolitik, die von MieterInnen für MieterInnen gemacht wird, demokratisch kontrolliert ist und bei der die diversen Bedürfnisse und die politischen Aushandlungs- und Verständigungsprozesse über eben diese Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen. Eine feministische Wohnungspolitik muss dafür die Verfügungsweise über Wohnraum grundlegend verändern, denn nur so können wir solidarische anstelle ökonomischer Beziehungsweisen etablieren. Deshalb ist der Startpunkt einer feministischen Wohnungspolitik der Kampf gegen Verdrängung, das kollektive Streiten für faire Mieten und das Verteidigen unserer Häuser und Nachbarschaften gegen die Profitinteressen von Immobilienhaien. Der Startpunkt einer feministischen Wohnungspolitik ist auch das Klingeln bei NachbarInnen, das füreinander sorgen und miteinander verbunden sein im Kiez. Das aktive Nicht-Alleine-Kämpfen, dessen utopischem, aber doch konkretem Horizont die Vergesellschaftung als neue Verfügungsweise steht. Wenn wir es schaffen, sorgevolle Beziehungsweisen zu vermehren und zu materialisieren, quasi zu konservieren als Erbe von vergangenen Kämpfen, dann lassen sich Infrastrukturen des Wohnens denken, die Wohnen nicht als gewaltvollen Ausschluss und als Ausbeutung der Besitzlosen, sondern als kollektiven Aneignungsprozess und soziale Praxis der Inbesitznahme konstituieren. Hier ist es natürlich auch besonders an uns WissenschaftlerInnen, neue Komplizenschaften zu schließen mit AktivistInnen, Menschen aus der Praxis und Politik, um so Gegenerzählungen zu den hegemonialen Narrativen zu schreiben und die noch ungewohnten und doch utopischen Beziehungsweisen konkret werden zu lassen. Deshalb freue ich mich ganz besonders, heute hier zu sein und hoffe, dass wir später noch eine schöne Diskussion haben. Vielen Dank.
Ja, vielen herzlichen Dank, Tabea. Und auch jetzt nochmal die Frage für Rückfragen, Verständnisfragen zu dem gerade gehörten Vortrag. Ansonsten würden wir weitergehen in der Tagesordnung oder wie man das sagen möchte, des Abends und freue mich jetzt sehr auf zwei Kommentare meiner Kolleginnen und Genossinnen Katalin Genburg und Elif Erath. Für die, die es nicht wissen, wir bestreiten zu dritt das Trio im Ausschuss Stadtentwicklung, Bau und Wohnen. Ich würde sagen, das Dream Team im Ausschuss Stadtentwicklung, Bau und Wohnen, mit Elif sogar als Vorsitzender. Und starten aber jetzt mit Katalin mit einem kurzen Kommentar. Du bist Sprecherin für Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus, dem du seit November 2016 angehörst. Du hast deinen Wahlkreis in Treptow, wo du dich für eine Umprogrammierung des leergefallenen Parkcenters engagierst zu einem Sorgezentrum. Und ein Thema, wozu du, glaube ich, auch morgen im Parlament sprichst, und zwar kostenfreie öffentliche Toiletten, und zwar für alle Geschlechter. Du hast letztens so schön gesagt, Pissen ist politisch. Und überhaupt Vergesellschaftung for Future und Feminismus, Kampf um sorgende Stadt, hast du, glaube ich, ganz maßgeblich hier im Abgeordnetenhaus auf die Agenda gesetzt. Und deswegen möchten wir von dir erfahren, was deine konkreten Erfahrungen einordnen und auch Beispiele einer feministischen Stadtentwicklungspolitik sind. Vielen Dank, lieber Niklas, auch für die freundliche Vorstellung und erstmal auch herzlichen Dank, dass du vorgeschlagen hast, heute diese Veranstaltung zu machen. Wir, die so oft in feministischen Kämpfen außerhalb des Parlaments unterwegs sind, haben ja oft auch gar keinen Bock mehr oder keine Kraft mehr, das dann auch noch mal im Parlament sozusagen auf die Tagesordnung zu setzen. Und ich finde das wirklich hervorzuheben. Also danke, dass du das vorgeschlagen hast. Danke auch an die Inputs, die jetzt schon gemacht wurden. Es ist ganz wunderbar. Ich selber habe ja auch Stadtforschung studiert und ich habe in Vorbereitung auf das heutige Fachgespräch gedacht, ich muss diese Geschichte erzählen. Ich weiß noch, wie ich damals als studentische Mitarbeiterin im Fachgebiet für Stadt- und Regionalsoziologie bei Uwe Jens Walter an der TU arbeitete und es gab diese eine Sitzung zu feministischer oder Frauenkämpfen in der Stadtplanung. Und das einzige Thema, worum es ging, waren Angsträume. Und ich dachte mal, wenn das feministische Stadtpolitik ist, dann irgendwie ohne mich. Und ich finde das super, super bezeichnend, dass wir heute an einer ganz anderen Stelle sind. Und ich glaube, das hat auch was mit der Realität der städtischen Kämpfe, die wir erleben, zu tun. Und ich will versuchen, den Bogen zu schlagen, weil als ich selber vor 13 Jahren, meine Tochter war 2 Jahre alt, mich von dem Vater der Tochter trennte und plötzlich alleinerziehend war, habe ich genau das erlebt, was ihr gerade erzählt habt. Ich war ja damals noch nicht so privilegiert wie heute und musste dann eine Wohnung finden und kann berichten, dass das extreme Existenzängste verursacht hat und will deswegen auch sagen, dass das für mich eine ganz wesentliche Erkenntnis auch war, wie was es heißt, Frau und Mutter und Alleinerziehende zu sein, insbesondere in einer Stadt, die so einen Mietenwahnsinn vorzuweisen hat wie Berlin. Deswegen würde ich heute eben sagen, deswegen streite ich für eine feministische Stadtpolitik, für eine feministische Stadtplanung und sage auch ganz klar, auch in Anlehnung an die VorrednerInnen, na, wir brauchen eine antikapitalistische Stadtpolitik, denn nur so ist eine feministische Stadtpolitik möglich. Denn, und das ist meine These, die ich vorwegstellen will, wenn wir das Patriarchat stürzen wollen, müssen wir auch die Stadt umplanen. Und ich würde auch sagen, ich drehe es auch nochmal um, wenn wir die Stadt umbauen wollen, müssen wir auch das Patriarchat stürzen. Wieso kann man das, also wieso ist das so? Das kann man sehr klar verorten. Wir leben heute in einer ja maßgeblich vor allem autogerechten Stadt. Der Moderne, der Postmoderne hat sich auch nicht viel verändert seit den 70er Jahren. Und die Frage ist, wie soll eigentlich die Zukunft aussehen? Wie wollen wir eigentlich in Zukunft leben? Und wir sehen, dass gerade viele lokale Kämpfe stattfinden in Berlin um die Frage von kieznaher Versorgung, guten Nachbarschaften und auch die Frage von lebenswerten Quartieren. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, der so ein bisschen so fast schon trivial wirkt, dass aber Menschen sich für ihr Leben in der Nachbarschaft einsetzen, hat ganz wesentlich auch mit der feministischen Idee von Stadt zu tun, nämlich dass man sich auch im Quartier versorgen kann und dass man auch in der Stadt eine gute Lebenssituation hat, eine gute Versorgungsstruktur und eben zum Beispiel als jemand, der sich um Sorgearbeit kümmert, nicht
ewig lange Wege zurücklegen muss, um zum Beispiel Windeln zu besorgen und dann noch irgendwie das Kind in der Kita abzugeben und dann noch irgendwie auf Arbeit zu kommen und dann noch irgendwie Lebensmittel zu besorgen und dann noch irgendwie Freunde zu treffen. Also das ist tatsächlich ja der große Balanceakt, der auch dafür sorgt, dass viele Menschen mit Kindern, die alleinerziehend sind, auch in totaler sozialer Isolation landen, was ein echtes Problem ist. Nicht nur für die Person selber, sondern eben auch für die Gesellschaft. Und was eben auch eine wichtige Erkenntnis war, deswegen habe ich die schlauen Bücher heute nochmal mitgebracht. Nachdem ich also dieses Seminar von Uwe Jens Walter verlassen hatte, habe ich ja dann auch noch weiter studiert und habe sozusagen mich mit der Radical Geography sozusagen auseinandergesetzt, einer marxistischen Raumtheorie, wo tatsächlich der Bogen viel, viel weiter gespannt wird. Über die Frage nämlich von einer Raumtheorie, die tatsächlich eine Idee von Raum schafft, in der wir die Geschlechterdifferenzen auch ernsthaft miteinander besprechen können. Also über was für einen Raum reden wir? Und da kann ich an Tabea gut anschließen, aber natürlich auch an dich, Sarah, dass die Frage, wer hat welches Einkommen und was macht das mit den Menschen in der Stadt und wie sorgt es dafür, wenn eben gerade reiche Banker sich am Ende die Innenstädte kaufen können, die dann mit hässlichen Bürohochhäusern vollgepflastert werden. Und wieso sind es vor allem Männer, die solche Bürohochhäuser entwerfen? Dann haben wir es eigentlich schon ziemlich konkret. Und dann kann man eben sehr klar sich auch beziehen auf Autorinnen wie Doreen Massey, die diese Komplexität von Raum und Gender eigentlich sehr klar zusammengebracht hat. Ich will auch mich beziehen auf Susanne Frank, die im Diskurs ja sehr, sehr selten auch genannt wird, die eine ganz wunderbare Doktorarbeit geschrieben hat und darüber geschrieben hat, genau wie funktioniert es eigentlich, dass die Frau aus der Stadt ausgeschlossen wird und dass Suburbia eigentlich sozusagen der Ort ist, an den sie verbannt wird. Und was hat das eigentlich mit unserer Stadtplanung heute zu tun? Und darauf aufbauend würde ich sagen, ja, ganz genau. Also einfach mal aufhören, Neubaugebiete für Eigenheime auszuweisen, ist schon mal die erste Maßnahme, die man ganz praktisch machen kann. Und wenn wir darüber reden, dass eben dieses Suburbia nicht nur am Rande der Stadt existiert, sondern auch interessanterweise in der Innenstadt, dann reden wir darüber, dass zum Beispiel die aktuelle Senatsbaudirektorin der SPD, Petra Kahlfeld, sich ja sehr dafür einsetzt, dass wir in der Innenstadt Townhouses bekommen. Ich will darauf hinweisen, dass das dasselbe Problem ist. Denn das macht es nicht besser, dass es an einem geografisch anderen Punkt in der Innenstadt liegt. Das macht es nur ein bisschen besser, weil diejenigen, die dann sozusagen in der Innenstadt privilegiert wohnen, tatsächlich nochmal privilegierter angeschlossen sind. Aber das Problem sozusagen ist in ähnlicher Weise vorhanden. Das heißt, wir erleben alle diese Debatten hier auch im Abgeordnetenhaus und ich würde sagen, wir brauchen tatsächlich auch als Linke hier im Abgeordnetenhaus diese feministische Perspektive, die für mich immer die Frage von das Recht auf die Stadt als einem Recht, was jedem Menschen, der in der Stadt wohnt, zuteil werden sollte. Aus meiner Sicht geht es darum, die Idee von Lefebvre umzusetzen, zu sagen, die Stadt wird im Alltag, der Raum wird im Alltag produziert, die Menschen produzieren die Stadt mit ihren alltäglichen Dingen. Und dann kommen wir eben zu der Frage, wie macht das jetzt, was machen wir jetzt hier als Linke im Parlament, wenn man hier so schöne Dinge erzählt? Ja, kann ich verraten. Wir schlagen zum Beispiel vor, dass eben Quartiere nicht sinnlos nachverdichtet werden, so wie das aktuelle Bauen, Bauen, Bauen-Koalition in dieser Stadt vorsieht. Das heißt also, grüne Wiesen sind Orte der Begegnung und sie sind auch tatsächlich in den Quartieren geplant worden als soziale Orte. Das heißt, der Kampf um Grünflächen ist inzwischen auch ein feministischer Kampf, würde ich mal sagen, ist eine steile These, aber ich glaube, die kann man schon so klar in den Raum stellen. Das heißt, wir kämpfen gegen diese planlosen Nachverdichtungen, weil wir eben auf der anderen Seite auch, jetzt gestern habt ihr es hoffentlich gelesen, zum Beispiel im Tagesspiegel stand der Bericht von meiner schriftlichen Anfrage zum Thema Büroflächenleerstand. Wir haben in Berlin jetzt aktuell offenkundig 1 Million leerstehende, 1 Million Quadratmeter leerstehende Büroflächen. Also das ist ja schon mal wirklich interessant. Das ist aber noch nicht der Gipfel, denn 1,5 Millionen Quadratmeter weitere Büroflächen sind in Planung. Achtung, bitte festhalten, hier wird Raum vernichtet. Und deswegen ist diese Frage eben auch ziemlich klar.
bebauen wir weiterhin die Grünflächen in Innenhöfen von Menschen, die in den kleinsten Wohnungen in dieser Stadt leben, was sowieso eine Klassenfrage ist, und lassen gleichzeitig Millionen von Quadratmeter Büroraum leer stehen? Ich glaube nicht. Aber ich bin auch nicht die Bausenatorin, deswegen ist die Sache, wie sie ist. Und deswegen ist aber die Frage, wie ist der Raum verteilt in der Stadt, sehr, sehr relevant für die Frage, die wir diskutieren. Und deswegen letzter Punkt, vorletzter Punkt, Niklas, du hast es schon angesprochen, in Treptow, in meinem Wahlkreis, Birgit Wendt ist heute auch da, ich freue mich sehr. Wahrscheinlich sind auch andere Leute dabei, die auch angeschlossen sind an diese Initiative. Wir kämpfen um ein leergefallenes Shoppingcenter und wollen dafür sorgen, dass dieses ein Sorgecenter wird. Wir haben auch in Social Media inzwischen Kanäle, die ihr findet, wenn ihr wollt. Und wir kämpfen um dieses Parkcenter mit einer feministischen Initiative in der Idee, dass wir sagen, okay, ja, Shoppingcenter sind wirklich keine schönen Infrastrukturen. Sie sind auch ein bisschen sozusagen die hässlichen Überbleibsel der Nullerjahre. Aber nun haben wir sie nun mal. Und warum nicht? Warum sollten wir sie sozusagen dem Markt überlassen, anstatt sie selber neu zu definieren? Und wir kämpfen dafür, dass diese Center sogenannte Sorgezentren werden. Dazu gibt es auch Parteitagsbeschlüsse der Partei Die Linke. Also wir sind da sozusagen mit beiden Beinen auf dem Fundament unserer Programmatik der Partei Die Linke. Und das Ganze lehnt sich an die Idee der sorgenden Städte, die auch in anderen Städten weltweit so vorgegeben wird. Und es geht genau darum, was auch jetzt schon Thema war, den Gebrauchswert in den Mittelpunkt zu stellen, nicht den Kommerz in den Mittelpunkt zu stellen, sondern die Sorgearbeit, die Care-Arbeit und damit eben eine ganz konkrete Idee einer feministischen Stadt möglich zu machen, denkbar zu machen. Und letzter Punkt, die öffentlichen Toiletten. Morgen werden wir im Parlament darüber reden. Ich darf dazu morgen reden. Ich habe jetzt 5 Jahre mit Initiativen dafür gekämpft, dass wir hier zu diesem Punkt kommen, dass es im Parlament Thema wird. Wir hatten auch in der Regierungszeit übrigens schon vorgeschlagen als Linke, dass wir ungefähr 6 Millionen Euro würde es kosten, die Berliner Toiletten kostenlos zu machen. Wenn man sich überlegt, wie wenig Geld 6 Millionen sind, wofür 6 Millionen sonst so ausgegeben werden. Die Debatte ist allerdings tatsächlich ein Abbild der Grausamkeit, weil es nicht nur darum geht, dass Männer mit oder PenisträgerInnen weiterhin kostenlos Pissoirs nutzen können, die es in dieser Stadt einfach de facto gibt, und SitzpinklerInnen weiterhin 1 Euro Schutzgebühr, nennt man das, zahlen sollen. Und diese Schutzgebühr, da sind wir sozusagen bei denjenigen, über die Sarah jetzt schon gesprochen hat, die ihr Zuhause verloren haben, wo darüber gesprochen wird, dass die eben gerade nicht dann in die Toiletten einziehen sollen und man deswegen 1 Euro Schutzgebühr braucht. Das ist die Argumentation von fast allen Parteien. Nur wir als Linke halten da dagegen. Das ist ein Armutszeugnis. Deswegen ist die Frage der kostenlosen öffentlichen Toiletteninfrastruktur eine Frage der sozialen Stadt, aber natürlich auch die Frage nach Geschlechtergerechtigkeit. Und ich freue mich, wenn wir vielleicht dann so in 4 Jahren irgendwann mal kostenlose Toiletten für alle haben. Man wird ja noch träumen dürfen. Ja, vielen, vielen Dank, Katalin. Auch hier gucke ich nochmal in die Runde für jetzt konkrete Rückfragen oder Verständnisfragen, aber würde ansonsten weitergeben zu Elif, die mit dem zweiten Kommentar jetzt anschließt. Elif, du bist Sprecherin für Migration, Partizipation und Antidiskriminierung der Linksfraktion hier im Abgeordnetenhaus, dem du, ja, wie ich, seit November 2021 angehörst. Du bist schon sehr, sehr viele Jahre in der antirassistischen Bewegung wirklich auch tief verankert, und das sind auch die Themen, die dich jetzt hier im Parlament sozusagen prägen, ob Vergesellschaftung oder BBS für Geflüchtete und ganz viele andere Themen mehr. Und von dir wollen wir jetzt nochmal eine Einschätzung, intersektionale Perspektive, insbesondere antidiskriminierungspolitische Perspektive bekommen, wenn wir über Wohnungspolitik in Berlin sprechen. Ja, vielen Dank, Niklas, für die Vorstellung, und auch danke allen ImputgeberInnen heute und den OrganisatorInnen und MitarbeiterInnen, die diese Veranstaltung ermöglicht haben. Ich freue mich sehr, hier auch was sagen zu können. Und ich möchte jetzt vor allem, wie du es eben schon gesagt hast, zur Diskriminierung von Frauen, weiblich Gelesenen und Flinterpersonen auf dem Wohnungsmarkt eben aus einer intersektionalen Perspektive sprechen. Und ich werde mit 3 Thesen beginnen.
Erstens, Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt ist ein großes Problem. Das kam ja hier auch schon in zwei Inputs vor. Also das bestätigen die Beschwerdezahlen bei der Fachstelle Vermieten, Verwohnen, die eingeführt wurde hier in Berlin, vom Senat her auch finanziert wurde unter uns, der Ombudsstelle zum Landesantidiskriminierungsgesetz sowie etliche Testingstudien. Bei der Fachstelle Vermieten, Verwohnen sind 2022 über 350 Beschwerden eingegangen und bei der Ombudsstelle auch 40, obwohl sie eigentlich für das Thema nicht zuständig ist, weil die Ombudsstelle für das LADG, also Landesantidiskriminierungsgesetz, gilt für den öffentlichen Bereich und die landeseigenen Wohnungsunternehmen unterfallen dem unmittelbar nur dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Mittelbar kann das LADG über Ecken so ein bisschen zur Anwendung kommen. Aber es ist insgesamt eben von einem sehr hohen Dunkelfeld auszugehen. Genau. Zweitens, zweite These ist, dass sogenannte ethnische Herkunft, Geschlecht und sozialer Status die häufigsten Diskriminierungsformen sind, neben den anderen, die auch auf deinem Schaubild ja waren, Menschen mit Behinderungen und andere Dinge. Die Begriffe hat im Prinzip Sarah schon erklärt und ich verwende auch überwiegend die Begriffe, die in den Studien vorkommen. Aus Mangel an anderen Studien, die sozusagen Begrifflichkeiten, die eigentlich viel konkreter sind und inklusiver und umfassender. Bei den Beschwerden der Ombudsstelle und bei Vermieten, Verwohnen waren die Hälfte aufgrund von sogenannter ethnischer Zuschreibung. Geschlecht war die zweitmeiste Diskriminierungskategorie mit 20% und daran anschließend 14% aufgrund des sozialen Statuses. Und das gleiche Bild ergibt sich auch bei Testingverfahren. Also Testing ist, Menschen bewerben sich auf Wohnungen, nicht weil sie diese Wohnung haben wollen, sondern um rauszufinden, wie es mit der Diskriminierung aussieht. Das wird sehr viel gemacht in diesem Bereich. Ich selber gehöre ja eigentlich zu einer, also auch zu Privilegierten in verschiedenen Aspekten, aber ich bin beispielsweise auch seit 4 Jahren auf Wohnungssuche und konnte klare Unterschiede feststellen, wenn mein deutscher Mann Anfragen schrieb oder wenn ich als Frau mit türkischem Namen das tat. Und genau diese Kombination ist im Prinzip die ungünstigste statistisch erwiesenermaßen. Es kommt zu eben mehrdimensionaler und intersektionaler Diskriminierung, vor allem bei Frauen mit Migrationsgeschichte. Die Zahlen, die wir haben bei der Fachstelle, da betrifft, wenn eben diese beiden Diskriminierungsformen zusammenkommen, 61% der Fälle haben eben genau diese Kombination. Besonders häufig sind außerdem davon betroffen Hijab-tragende Frauen. Da gibt es auch aktuelle Studien zu, beispielsweise vom Forschungszentrum des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Ich habe viel Kritik an diesem Bundesamt in Gänze, aber dieses Forschungszentrum hat immerhin diese Frage erhoben und dort haben knapp die Hälfte der Personen mit sogenanntem Migrationshintergrund berichtet, aus einem muslimisch geprägten Land berichtet, von Benachteiligung explizit auf dem Wohnungsmarkt betroffen zu sein. Und 54% der Frauen, die Kopftuch tragen, haben gesagt, dass sie eine Benachteiligung bei der Wohnungssuche wahrnehmen, stärker als beispielsweise in anderen Sektoren des Lebens. Der drittwichtigste Faktor neben sogenannter ethnischer Zugehörigkeit und Geschlecht ist der soziale Status. Und das trifft dann beispielsweise alleinerziehende Frauen, du hast das ja eben auch schon geschildert, Katalin, die dann zum Beispiel auch noch Leistungsempfangende sind und of color, die werden dann massiv benachteiligt. Und auch sexuelle und geschlechtliche Identität wird als Diskriminierungsgrund immer häufiger genannt. Diskriminierung findet aber nicht nur im Rahmen institutioneller Strukturen und bei Wohnungsraumvergabe statt, sondern eben auch im privaten Wohnumfeld. Jenseits dessen, was sozusagen direkt zu Hause passiert, sind viele Menschen eben von Diskriminierung durch NachbarInnen betroffen. Und da gibt es auch insgesamt sehr wenig rechtliche Handhabe. Drittens, ursächlich ist vor allem, darüber haben wir jetzt heute schon viel gesprochen, die massive Konkurrenzsituation, die eben eine kapitalistische Verwertungslogik hervorruft. Und zum anderen sind es auch rassistische und sexistische Denkmuster bei den EntscheiderInnen und mangelnde Berücksichtigung von Antidiskriminierungsaspekten in den Strukturen. Hier kann differenziert werden zwischen dem privaten und dem öffentlichen Wohnsektor. Privatfirmen haben meist völlig
intransparente Auswahlprozesse, keine Beschwerdestellen, keine Antidiskriminierungsbeauftragte oder Selbstverpflichtung für Antidiskriminierungsmaßnahmen und Diversität beim Personal. Und es ist davon auszugehen, dass hier öfter diskriminiert wird als im öffentlichen Sektor. Aber, und das muss ich ganz klar sagen, der öffentliche Sektor, also auch die landeseigenen Wohnungsunternehmen, sind weit davon entfernt, diskriminierungsarm zu sein oder überhaupt ausreichende Schutzmechanismen vorzusehen. Und zu den landeseigenen Wohnungsunternehmen liegen eben auch diverse Beschwerden vor. Und unter anderem in einer schriftlichen Anfrage von Niklas und mir hat sich ergeben oder ist rausgekommen, dass eben der Umgang der 6 landeseigenen Wohnungsunternehmen in Berlin mit diesem Thema sehr, sehr unterschiedlich ist. Während beispielsweise WBM, DGEWO und HOVOGI inzwischen zur Diskriminierungsvermeidung Zufallsgeneratoren verwenden, bleibt das bei den anderen 3 LWOs aus. Und auch nur die Gesobau hat eigene Leitlinien für diskriminierungsfreie Vermietung entwickelt und eine Diskriminierungsbeauftragte geschaffen. Stadt und Land und Gewobag liegen dahinter weit zurück. Und das von der Fachstelle Vermieten, Verwohnen, das war jetzt mein letzter Stand, partizipativ entwickelte Leitbild, dazu komme ich später auch noch, Berlin vermietet, wer hat noch kein einziges landesweites Unternehmen unterschrieben. Und jetzt komme ich zur Lösung oder ja zu Maßnahmen. Zur Lösung des Problems könnten aus meiner Sicht verschiedene Maßnahmen beitragen. Also erstens müssen sich vor allem mehr Menschen zur Wehr setzen und auch beispielsweise klagen. Dafür müssen das Verbandsklagerecht, aber auch Beratungseinrichtungen wie Vermieten, Verwohnen gestärkt werden. Dann braucht es wesentlich stärkere Vorgaben für den privaten Wohnungsmarkt und dringend. Dafür brauchen wir dringend eine Reform des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes. Viele wissen es von euch vielleicht, das wird jetzt schon sehr lange von der Bundesregierung blockiert, obwohl das in der Ampelkoalitionsvertrag so versprochen wurde. Und wir haben dazu ja auch im Abgeordnetenhaus einen Antrag laufen, wo wir eine Bundesratsinitiative fordern. Ursprünglich war die SPD mal mit auf diesem Antrag, aber als sie dann in die Koalition mit der CDU gegangen ist, ist sie da auch runtergegangen. Es war eh halb ein Wunder, dass wir sie dazu überhaupt bekommen hatten. Ja, das ist jetzt leider Geschichte. Da haben wir beispielsweise die Abschaffung von § 19 Absatz 3 AGG gefordert. Da steht eben dieses mit der sozialen Mischung drin. Das ist ein Rechtfertigungsgrund für eine Ungleichbehandlung. Es muss eigentlich aus meiner Sicht, ich bin ja auch Volljuristin, anders ausgelegt werden, nämlich dass es eine Rechtfertigung gibt nur für eine positive Maßnahme, also dass man für mehr Förderung von diskriminierten Gruppen sozusagen ungleich behandeln darf. Aber es wird de facto anders angewandt und gesagt, ja, da wohnen jetzt so viel schon arme Leute oder so viele Ausländer oder solche Sachen. Und deswegen passt das mit der sozialen Mischung nicht mehr. Das hören wir sehr oft von SPD-PolitikerInnen, das Argument wird aber auch zum Teil in solchen Antworten von landeseigenen Wohnungsunternehmen und anderen Wohnungsunternehmen deutlich. Außerdem fordern wir auch bei der AGG-Reform eben die Berücksichtigung von Fürsorgeverantwortung. Das ist auch nicht verankert, also Stichwort Alleinerziehender, sozialer Status und viele andere Fragen. Dazu komme ich jetzt nicht so ins Detail. Der nächste Punkt, der dritte, ist sozusagen, dass es stärkere Vorgaben auch für die landeseigenen Unternehmen braucht. Und das kann man eben in so Kooperation oder kann Mensch in so Kooperationsvereinbarungen festschreiben. Da ist bisher viel zu wenig geregelt, keine klaren Vorgaben. Und eben durch die Unterzeichnung des Leitbilds, das man auch vorgeben kann. Und in diesem Leitbild, was Vermieten, Verwohnen partizipativ entwickelt hat, sind die wesentlichen Punkte drin, wie Vergabekriterien für Wohnungssuchen transparent machen und Vergabeprozesse nachvollziehbar zu kommunizieren, wie Verfahren als Methode zur Einladung zu Wohnungsbesichtigung oder eben anonyme Bewerbungsverfahren und die Schaffung von Beschwerdestrukturen und eben auch diskriminierungssensible und diversitätsorientierte Organisations- und Personalentwicklung. Und letztlich der Hauptpunkt, und das Thema hatten wir jetzt heute schon oft und werden wir noch viel haben, kann viel Diskriminierung natürlich vermieden werden, wenn mehr Wohnungen für einkommensschwache Personen zur Verfügung stehen. Das ist ja auch eine Forderung, die Niklas immer stark macht, also mehr sozialer Wohnungsbau, eben mehr Wohnungen für Menschen mit Wohnberechtigungsschein. Deswegen der Hauptschlüssel neben den vielen anderen Maßnahmen, die ich jetzt erwähnt habe, die die Zivilgesellschaft entwickelt hat, bleibt daher die Verwertungslogik
der Verwertungslogik ein Ende zu setzen, wie beispielsweise durch Vergesellschaftung und viele andere Vorschläge, die wir bestimmt heute noch diskutieren werden. Und ich versuche noch einen letzten Punkt zu machen, damit es nicht zu lang wird. Aber ich möchte das nicht unerwähnt lassen, dass es so ist, dass derzeit vor allem geflüchtete Frauen in, ich kann es nicht anders nennen, in Massenlagern in einer sehr schwierigen Situation erleben, weil sie vor der Flucht, während der Flucht Gewalterfahrungen gemacht haben und hier in Berlin dann auch solche Erfahrungen machen und einfach kein gutes Ankommen möglich ist. Und es ist eben das Hauptproblem auch wieder hier, mangelnder Wohnraum jenseits des politischen Willens, die Menschen human sozusagen Zugang zu Wohnungen oder zu humanen Unterkünften zur Verfügung zu stellen, ist ein Hauptproblem eben der mangelnde Wohnraum. Es gibt beispielsweise nur 2 Einrichtungen in Berlin für geflüchtete Frauen und für queere Menschen und das bei knapp 40.000 Geflüchteten in Berliner Unterkünften. Also da sieht man, ist das total mangelnd. Und leider habe ich hier auch wieder ein anderes Beispiel aus meinem Wahlkreis. Also ich habe heute auch mit einer Kollegin beim Unterschlupf in der Wrangelstraße in Kreuzberg gesprochen. Das ist eine Einrichtung für obdachlose Frauen, das eben Aufenthalts-Kaffeemöglichkeiten und auch Übernachtungsangebote schafft, das auch viele Frauen und BPOCs nutzen. Und die hatten eben auch zum Beispiel nur eine Zwischennutzungsoption und sagen mir auch ganz klar, wir finden nirgendwo Menschen, die uns Räume vermieten wollen, weil unser Klientel will keiner haben. Und insofern, also falls ihr da Ideen habt, könnt ihr euch auch gerne bei uns melden für alternative Räume in Kreuzberg oder auch direkt bei Unterschlupf. Ja, das ist ein Thema, was ich aus Kreuzberg noch mitgebracht habe, aber das ist ja nur beispielhaft für viele, viele andere Projekte, denen es ähnlich geht. Und ansonsten freue ich mich auf den Austausch jetzt und dass wir auch angesichts des Frauenkampftags über dieses wichtige Thema sprechen. Danke. Vielen, vielen Dank, Elif, für deinen Input. Ich frage wieder, ob es Verständnis oder Rückfragen zu dem Vortrag gibt. Und freue mich ansonsten jetzt auf zwei, ja, wir haben uns das so ein bisschen gedacht, gewissermaßen Fallbeispiele, über die wir jetzt nochmal im Konkreten sprechen wollen. Und starten mit dem ersten. Ich freue mich sehr, dass Paulina Dunke von Hamburg Enteignet extra aus Hamburg angereist da ist. Ihr habt es mitbekommen, in Berlin gab es vor mittlerweile ziemlich genau 2,5 Jahren einen erfolgreichen Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Und in Hamburg hat sich eine Initiative zum Ziel gesetzt, dasselbe zu erreichen. Und zwar geht es dort eben auch um die Vergesellschaftung von Wohnungsunternehmen oder der Wohnungsbestände dieser Wohnungsunternehmen mit über 500 Wohnungen, auch auf der Grundlage von Artikel 15 im Grundgesetz. Leider, glaube ich, das kann man sagen, in Berlin wie in Hamburg ist die SPD und viele andere sind da nicht so richtig begeistert von. Aber ich freue mich sehr, dass du da bist und uns darstellen kannst, weil es gibt in der Initiative Hamburg Enteignet auch eine starke feministische Enteignen-Vernetzung, die also Vergesellschaftung als feministisches Thema auf die Agenda setzt. Und ich freue mich sehr, dass du da bist und uns da so ein bisschen abholst in eurem Kampf in Hamburg. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch wirklich, dass ich jetzt heute mit euch sprechen darf und ich auch die anderen Vorträge hören durfte. Ich würde euch einfach einmal einen Einblick aus der Arbeit in Hamburg geben. Und vielleicht so zur Ausgangssituation. Also in Hamburg sieht es ja nicht groß anders aus als in Berlin, aber häufig wird eben die Hamburger Wohnungspolitik auch als Vorbild gehandelt. Dem ist aber nicht so und das möchte ich jetzt einmal kurz darlegen. Denn auch in Hamburg befinden wir uns schon in einer jahrelangen Wohnungskrise, die inzwischen schon fast zur Normalität geworden ist. Die Situation dort ist so, dass wenn überhaupt eine Wohnung verfügbar ist, dann fängt es so bei 14 Euro pro Quadratmeter an, wenn nicht sogar bis zu 20 Euro pro Quadratmeter. Und daran ändern eben auch diese 10.000 Baugenehmigungen im Jahr nichts, mit denen sich Hamburg immer so herausstellt. Es gibt ungefähr bei den 1,8 Millionen 400.000 Haushalte, die berechtigt sind für eine Sozialwohnung, bei gleichzeitig nur 100.000 Sozialwohnungen im Bestand, mit der Tendenz einer sinkenden Zahl in den nächsten Jahren. Und dabei erfasst sind ja noch nicht mal die Personen, die auch noch sonstige Mehrfachdiskriminierung auf dem Wohnungsmarkt erleben.
Und insgesamt kann man halt sagen, dass die Verhältnisse in Hamburg extrem diskriminierend und vor allem auch undemokratisch sind. Und ja, wir als Initiative haben uns eben zum Ziel gesetzt, dagegen zu arbeiten. Und vielleicht zum Hintergrund, also wir haben uns 2021 nach dem Berliner Volksentscheid gegründet, weil das einfach für uns ein total motivierender Impuls war. Genau, und wir arbeiten eben auch um die Vergesellschaftung von Wohnungsbeständen profitorientierter Wohnungsunternehmen in Hamburg zu erreichen. Und es sind zum Teil ähnliche Player wie in Berlin, aber auch ja, viele andere, die noch ein bisschen unterm Radar fliegen. Und wir sind jetzt gerade mit unserer ersten Sammelphase für die Volksinitiative durch und befinden uns jetzt gerade vor dem Hamburger Verfassungsgericht, wo unser Anliegen geprüft wird. Genau. Und ja, was hat das Ganze jetzt mit feministischen Anliegen zu tun? Also wir haben ja eben auch schon sehr gut dargelegt bekommen, wo die Zusammenhänge sind. Allerdings ist es eben so, dass gerade in der Mietenpolitik oder in der Recht auf Stadtbewegung nicht immer eine offensichtliche Überschneidung zu feministischen Gruppen oder feministischen Anliegen stattfindet. Aber diese sind natürlich keineswegs getrennt, denn Forderungen und Ziele, die eben in der Recht auf Stadtbewegung stattfinden, sind eigentlich auch immer implizit feministische Werte. Das heißt zum Beispiel eben wie hier das Ziel, dass alle Menschen Zugang zu Wohnraum haben sollten und das zwar diskriminierungsfrei und dass eben auch der Wohnraum an das Leben angepasst sein sollte und nicht andersherum. Und durch diese explizite Bearbeitung zusammen kann man eben aber auch Strukturen aufdecken und auch Fragen konkreter beantworten, die auch hier schon heute gestellt wurden. Also wer ist von der Wohnungskrise betroffen und in welcher Dringlichkeit? Und gibt es zum Beispiel auch geschlechterspezifische Unterschiede? Denn Wohnen ist zwar eine Klassenfrage, aber diese feministische Perspektive zu bearbeiten, das ist eben auch Anliegen unserer Initiative. Und jetzt würde ich noch mal kurz dazu kommen, warum eigentlich Enteignung dabei ein gutes Mittel ist. Ja, wie ja gerade meine Vorrednerinnen schon dargestellt haben, ist ja vor allem das Thema Zugang zu Wohnraum und Bedarf, spezifischer Bedarf nach Wohnraum einfach eines der Kernthemen. Und Wohnraum ist, denke ich, da auch eine sehr passende Infrastruktur, um zu zeigen, dass eben Enteignung bzw. Vergesellschaftung ein feministischer Handlungsansatz ist. Ja, genau. Und einfach, um das nochmal zusammenzufassen, was jetzt da die Punkte sind. Also wir wissen, dass Flinter durchschnittlich weniger Einkommen zur Verfügung haben, durchschnittlich weniger Vermögen haben und dass sie eben auch folglich mehr ihres Einkommens für die Miete aufwenden müssen. Und sie sind eben dadurch auch durch steigende Mieten und unsichere Mietverhältnisse besonders bedroht. Wenn es zum Beispiel, wie Sarah Klosterkamp gesagt hat, zu Bruchstellen in Wohnungs- oder Erwerbsbiografien kommt. Und hinzu kommt auch natürlich der immer stetige Bedarf nach sicherem Wohnraum von Menschen, die beispielsweise häusliche Gewalt erleben. Und all diese Bedürfnisse, die stehen ja dem Status quo auf dem Wohnungsmarkt entgegen. Und so verfestigen sich eben diese Strukturen und auch Abhängigkeitsstrukturen. Ja, was dabei natürlich auch nicht zu vergessen ist, sind besondere Bedarfe, wie zum Beispiel von Alleinerziehenden, von Menschen im Übergang aus Institutionen zurück auf den Wohnungsmarkt, zum Beispiel Menschen, die in Unterkünften leben, in Frauenhäusern, in Kliniken, in Gefängnissen. Also all diese Personen werden gerade vernachlässigt, genauso wie Wohnungslose. Und hinzu kommt eben auch noch, dass Menschen, die Sorgearbeit leisten, das sind in der Regel halt überwiegend Flinter, auch stärker von bestimmten Lagen und Infrastrukturen in der Stadt abhängig sind. Gerade von den Lagen, die eben auch kurze Wege und auch die Vernetzung von Sorgearbeit ermöglichen. Das sind aber auch die Räume und meist auch innenstädtischen Lagen, die eben aber auch bei allen anderen Gruppen besonders nachgefragt sind und wo die Verdrängung auch am größten ist. Genau. Außerdem, ja, gibt es eben das Problem der Eigentumsstruktur. Da gibt es ein starkes geschlechterspezifisches Ungleichgewicht in der Verteilung von Kapital im Allgemeinen, aber eben auch in Bezug auf Immobilien. Und das hat eben auch Macht über den Wohnraum und auch darüber, wie wir wohnen.
Und hinzu kommt dabei auch noch das Problem der Intransparenz über diese Eigentumsverhältnisse. Ja, was verändert denn Vergesellschaftung daran konkret? Erstens ist zu sagen, dass eben soziale Mieten oder auch gemeinwohlorientierte Mieten einfach einen erhöhten Zugang zum Wohnraum für alle diese Personen bedeutet, ja, wenn eben Profit nicht mehr im Vordergrund steht und dass eben auch sichere Mietverhältnisse kreiert werden können. Außerdem gibt es natürlich die Möglichkeit, Wohnverhältnisse neu zu gestalten. Darauf ist ja eben Tabea auch eingegangen. Und ja, da für diese Mitbestimmung über Wohnverhältnisse und die Art, wie wir wohnen wollen, ist das Verfügungsrecht über den Wohnraum oder die Eigentumsfrage eben grundlegend. Und die meisten Wohnungen sind eben noch nicht nach den nutzerspezifischen Bedürfnissen ausgerichtet. Das Ganze hat natürlich auch dadurch einen demokratisierenden Effekt und ermöglicht eben auch zum Beispiel ja, über andere Dinge nachzudenken, wie Wohnraum verteilt werden könnte. Also zum Beispiel die vorgezogene Versorgung von Personen mit spezifischen Bedarfen oder eben auch Wohnungstausch unproblematischer zu organisieren, was ja eben auch in vielen Großstädten ein extremes Problem ist. Und drittens, und das darf man nicht vergessen, genau, bietet es eben die Möglichkeit, ja, bedürfnisorientiert und gemeinwohlorientiert den Wohnraum zu verwalten. Und ich fand eben das Stichwort der Mieterinnen als Wohnexpertinnen sehr passend. Genau, und das ist eben alles dadurch möglich. Genau, und aber was vielleicht auch nochmal wichtig ist, ich würde auch gerne noch ein Wort zu feministischen Aktivistinnenstrukturen sagen. Also auch bei uns ist es so, dass wir diese Strukturen und Visionen ja auch überhaupt erstmal schaffen müssen. Und darüber gab es natürlich auch bei uns und ich denke auch in allen anderen Gruppen dieser Art auch Konflikte, und es ist auch ein laufender Prozess. Also es ist auch so, dass wir diese Konzepte, zum Beispiel, wie soll denn der Wohnraum am Ende verwaltet werden, auch die ganze Zeit weiterentwickeln und versuchen, da Formate zu finden, wie man auch möglichst viele Personen und eben auch das Erfahrungswissen mit einbeziehen kann, ohne eben ja, diese Ressourcen nur bei den Betroffenen abzufordern. Genau, und dafür muss eben auch ein entsprechender Rahmen gesetzt werden. Und ja, da wir eben trotzdem in einer patriarchalen Gesellschaft leben, ist es eben auch wichtig, diese feministischen Strukturen im Aktivismus zu schaffen, was zum Beispiel auch unser Verhalten untereinander oder die Aufgabenverteilung betrifft. Und genau, und ich fand es sehr inspirierend, und das möchte ich hier auch nochmal an der Stelle erwähnen, dass bei DWE ja auch explizit zu diesem Thema gearbeitet wird, nämlich am Lila Buch. Und ich denke, davon werden dann andere Initiativen auch noch viel lernen können. Genau, und all das schafft, wenn man eben die Ressourcen investiert, ja auch eine langfristige Perspektive für den Aktivismus im Recht auf Stadt, was das eben auch diese feministischen Belange mit bearbeitet. Und auch wenn die Enteignung von Wohnungsunternehmen nicht alle patriarchalen Strukturen bekämpfen kann, schafft es eben eine Basis, die auch diese Machtverhältnisse im Bereich des Wohnens aufheben kann. Genau, und ich freue mich auf die Diskussion. Ja, vielen, vielen Dank. Du hast es ja selber auch gesagt, Hamburg enteignet muss ich jetzt vor dem Hamburger Verfassungsgericht rumschlagen. SPD und Grüne haben das ja so gewollt. Ich glaube, ja, wir wünschen euch auf jeden Fall ganz viel Erfolg und kommen bestimmt auch alle zum Unterschriften sammeln, dann, wenn es in die hoffentlich zweite Sammelphase geht, mit diesen ganz wunderbaren Anliegen. Jetzt kommen wir zum letzten Input hier vorne des Abends, und zwar genau, freue ich mich sehr, dass Jutta Brambach da ist, im Vorstand des Dachverbands Lesben und Alter e.V., viele Jahre bei Ruth, Rat und Tat e.V. beschäftigt.
unter anderem auch mit der Leitung von Einrichtungen und jetzt seit 2019 mit der Projektleitung für ein Wohnprojekt und queeres sozial-kulturelles Zentrum. Es geht konkret um einen siebenstöckigen Neubau in der Nähe vom Alexanderplatz und dort in der Kooperation mit einem städtischen Wohnungsunternehmen, und zwar der WWM. Und wir fanden das einfach auch wichtig, hier nochmal ein ganz konkretes Projekt auch aus der Praxis nochmal hervorzuheben. Freuen uns sehr, dass Sie da sind und über Ihren Einblick. Danke. Ja, vielen Dank. Auch ich freue mich natürlich hier über die Einladung und die Möglichkeit, auch hier mit euch gemeinsam zu diskutieren. Ich fand das schon total spannend, was ich hier heute gehört habe. Und denke ich, ja, vieles davon kann ich total unterschreiben. Achso, ich muss jetzt weiterklicken. Wo kann ich das tun? Dankeschön. Andersrum dann. Mhm. So, fangen wir mal gleich hier an. Also tatsächlich, es wird ein siebenstöckiges Gebäude, es werden 72 Wohnungen. Das sieht erstmal toll aus, das ist auch toll und es wird auch ein tolles Projekt. Davon bin ich überzeugt. Aber es ist gleichzeitig auch ein Lehrstück, sage ich immer, für nicht vorhandene Gendergerechtigkeit, für das ständige Abarbeiten an Machtstrukturen und all dem, was sich damit verbindet. Also das könnte man, ich habe ja hier von euch jetzt schon gehört, denke ich, ja, das sind genau alles die Sachen, mit denen wir permanent konfrontiert sind. Auch die Frage nach, wem gehört eigentlich Wohnraum, wem gehören eigentlich Wohnungen? Ja, gucken wir uns die queere Szene an. Wir werden zur Miete wohnen, uns wird nichts gehören. Wem gehört etwas? Also auch, also das setzt sich einfach überall fort letztendlich. Ne? Diese Schwierigkeiten, die wir haben, haben auch in den Behörden zu tun. Das sind politische Vorgaben, das ist richtig. Aber das setzt sich, so wie wir das erlebt haben, in der Verwaltung fort. Und das hat zum Teil derartig bizarre Strukturen, wo ich mich auch frage, wann wird sich das ändern und wie kann sich das verändern, selbst wenn Politik bestimmte Dinge vorgibt, bis das dann durch die ganzen Hierarchien durch ist und in den Ämtern beim Stadtplanungsamt, wo wir dann damit konfrontiert sind, bestimmte äußere Merkmale unbedingt einhalten zu müssen, weil dort ist, gibt es eine Verordnung des Gebietes, weil das wird, wie nennt sich das, Weltkulturerbe. Und das heißt, da ist es dann am Ende wichtiger, dass irgendeine Linie, eine Sichtachse eingehalten wird, als dass tatsächlich so gebaut wird, dass Menschen sich da wohlfühlen können. Also das ist wirklich unglaublich, bis hin zu der Farbe, wie wir das Gebäude gestalten dürfen. Also es ist wirklich, fand ich manchmal erschütternd mitzubekommen, in welche, wie weit das nach unten geht oder wie schwierig es auch ist, dort etwas zu bewegen. Also ich denke, im ganzen Zeitraum, während wir dieses Projekt entwickelt haben, jetzt in der Kooperation, also hier geht es ja um die Kooperation mit der Wohnungsbaugesellschaft WBM, haben wir unglaublich viel politische Bildungsarbeit gemacht. In den Ämtern, auch bei der WBM, bei allen Menschen, mit denen wir zu tun hatten, haben da auch zum Teil Erfolge verzeichnet. Nur dann wechseln die Menschen wieder und dann fängst du wieder von vorne an. Also das ist so die Strukturen. Und da frage ich mich auch manchmal, wie kann man das ändern und wann wird es sich ändern? Ja. Also. Genau, wir sind seit vielen Jahren dabei, ein Wohnprojekt zu entwickeln, haben ursprünglich die Idee gehabt, das auch auf Eigentumsbasis zu machen. Wir haben versucht, ganz lange, viele Jahre von der Stadt oder also dem Land Berlin oder auch einem Bezirk, von der Kirche, von irgendwem ein Grundstück günstig zu bekommen oder ein Objekt, das wir nutzen können. Das ist tatsächlich nicht möglich gewesen und auch da bin ich der Meinung, das hat viel mit Machtstrukturen zu tun. Wir wurden nicht ernst genommen, ein Frauenprojekt wird nicht ernst genommen. Wir haben die Situation gehabt, dass wir praktisch ohne irgendwelche Rücklagen, ohne irgendein Geld
ohne Kapital im Hintergrund bauen wollen. Und das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Also funktioniert hier nicht wirklich gut. Ja, da könnte ich jetzt noch viel erzählen zu der Vorgeschichte und zu dem, was wir dabei erlebt haben. Letztendlich sind wir in dieser Kooperation gelandet, wo wir jetzt Wohnraum mieten werden, also wo die Frauen direkt bei der WBM mieten und das ein kompliziertes Prozedere gewesen ist, einen Kooperationsvertrag zu entwickeln, der zulässt, dass eine bestimmte Zielgruppe, nämlich queere Frauen, dort einziehen können, überhaupt möglich gemacht werden. Und da haben wir eben auch erlebt, dass Vorgaben, die eigentlich sinnvoll sind, aber so verdreht worden sind, dass auch das ein längerer Prozess war. Letztendlich haben wir es geschafft. Aber es ist trotzdem immer noch eine Schwierigkeit und es wird spannend werden, wie uns das dann auch tatsächlich am Ende gelingt, die Menschen, die wir gerne möchten, dass sie dort einziehen, auch tatsächlich dort einziehen können. Weil viele Wohnungen denn die Vorgaben haben, genau das kommt auch noch dazu, es wird außerordentlich heteronormativ gebaut, insgesamt in der Fläche und das auch von der Verwaltung, von den Behörden so unterstützt, dass auch dem wirklich schwer zu begegnen ist für andere Wohnformen, wo man andere Flächen braucht, andere Räume letzten Endes auch braucht. Also habe ich das Gefühl, das ist ja auch noch ein weites Feld. Wir haben dieses Haus gemeinsam im Laufe der Jahre mit vielen, vielen Frauen, queeren Menschen entwickelt, die Alternativen zum Wohnen in einer einzelnen Wohnung gesucht haben. Das sind natürlich viele Ältere, die sich Gedanken darüber machen, wie werde ich gut versorgt, wie kann ich auch mit anderen gut im Kontakt bleiben und immer wieder Begegnung haben, wenn ich selber nicht mehr so mobil bin. Das ist ein Aspekt. Wir machen aber die Erfahrung, und das war eigentlich auch von Anfang an so, dass sehr viele eigentlich in jeder Generation nach Alternativen suchen, nach solidarischem Zusammenwohnen, nach gemeinschaftlichen Wohnen, also nach anderen Zusammenhängen, als sie so landläufig vorgesehen sind. Für uns war immer wichtig, das Haus so gut es geht, barrierefrei zu gestalten. Komplett barrierefrei gelingt nicht wirklich, gibt es, glaube ich, auch wirklich sehr selten. Aber es ist uns weitgehend gelungen. Wir haben 5 rollstuhlgerechte Wohnungen, weil die Inklusivität des Projektes für uns immer ein ganz wichtiger Aspekt gewesen ist. Wir werden eine integrierte Wohngemeinschaft haben für Frauen mit einem Pflegegrad. Die wird im ersten Stock sein des Hauses. Und was uns eben auch immer wichtig war, neben Gemeinschaftsräumen, die wir haben für die ganze Hausgemeinschaft, um dann auch gemeinschaftliches Leben dort tatsächlich stattfinden lassen zu können, einen Begegnungsort zu haben. Und so haben wir das Erdgeschoss geplant mit einem Kiezcafé, also irgendeine Art von Gastronomie, mit einem Veranstaltungssaal. Und es wird der RUT e.V., also die haben Räume in der Schillerpromenade, dazu kann ich jetzt nicht so viel erzählen, dafür reicht die Zeit einfach nicht. Da gibt es halt diese Beratungsräume schon seit 35 Jahren, zum Teil dort auch mit einzieht, unter anderem der Besuchsdienst für lesbische Frauenzeit für dich. Also, dass dort einfach Räume sind, Orte geschaffen werden, die Begegnung ermöglichen. Denn wir glauben, dass sowas wie Veränderung, Solidarisierungsprozesse einfach auch Orte braucht. Und den wollen wir damit gerne schaffen. Und dass wir jetzt tatsächlich in der Mitte von Berlin gelandet sind, in der Beroliner Straße, das ist, vielleicht kennt ihr das, in der Nähe vom Kino International am Alexanderplatz. Das war uns eben auch wichtig und das hat sicher auch damit zu tun, dass das so lange gedauert hat. Wir wollten eben nicht an den Stadtrand. Das hätten wir früher haben können, aber da haben wir uns schlichtweg geweigert, gesagt, wir wollen irgendwie in den sogenannten Innenstadtring. Genau, hier kann man es ganz kurz ein bisschen sehen. Da unten sieht man das Kino International.
Und es wird so ein Hochhausriegel sein, der dann diese Grünfläche in der Mitte umschließt, die eine öffentliche Grünfläche ist, aber von uns mitgenutzt und mitgestaltet werden kann. Wo uns eben auch wichtig ist, die Nachbarschaft mit einzubeziehen. Das tun wir auch jetzt schon im Vorfeld. Aber das streife ich jetzt nur ganz kurz. Genau, die Kooperation ist in einem wirklich umfassenden Kooperationsvertragswerk geregelt. Da haben wir insgesamt mit der WBM, sage ich jetzt mal, 2 Jahre dran gesessen, weil wir hatten erst einen entwickelt, der dann auch fertig geworden ist, der dann aber nochmal wieder geändert werden musste, weil sich die Situation verändert hat, hier aufgrund der explodierenden Kosten, der Baukosten. Jetzt haben wir einen neuen Kooperationsvertrag, der etwas anders gestaltet ist. Das heißt, wir werden nicht mehr den Generalmietvertrag für das gesamte Haus haben, sondern nur für das Erdgeschoss und für die Pflege-WG. Die WBM übernimmt den Bau des kompletten Hauses und wir übernehmen den Innenausbau und die Ausstattung von dem gesamten Erdgeschoss, also die ganze Planung von Erdgeschoss und Pflege-WG liegt bei uns und natürlich die inhaltliche Gestaltung des Gesamtkonzeptes und auch des Hauses letzten Endes, wie das Haus gebaut und gestaltet wird, weil die WBM würde anders bauen. Ich sage nochmal wieder heteronormativ, also nach anderen Gesichtspunkten, auch kommerziellen, wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Und wir haben uns aber gewünscht, viele, auch nach Befragungen mit vielen, die dort an dem Wohnprojekt interessiert sind, viele kleine Wohnungen zu haben. Das ist ein bisschen teurer im Bau und in der Gestaltung. Das war aber uns letzten Endes ganz wichtig, weil viele gesagt haben, sie haben so ein kleines Einkommen, erwarten so eine kleine Rente oder arbeiten auch in Arbeitsverhältnissen, wo einfach keine Mieten gezahlt werden können für größere Wohnungen. Und für Frauen, die in Paaren sind oder auch in Gemeinschaften leben, war immer die Überlegung, ich möchte auch in der Lage sein, meine Wohnung am Ende selber bezahlen zu können und nicht womöglich rauszufliegen, weil ich eine größere Wohnung dann nicht mehr bezahlen will. Von daher haben wir überproportional viele kleine Wohnungen und einige größere Wohnungen. Genau, also das Baukonzept haben wir mit der WBM gemeinsam entwickelt. Das hat auch ganz gut funktioniert, finde ich. Also da war schon eine große Bereitschaft, auch mit uns gemeinsam das zu entwickeln. Die Lotto-Stiftung gibt jetzt 1,8 Millionen knapp, bisschen weniger ist es dazu, um eben diesen Ausbau zu gestalten. Und über die Landesantidiskriminierungsstelle werden wir aber auch das tatsächlich erst seit 2 Jahren, 3 Jahren gefördert. Bis dahin ist es praktisch alles ehrenamtlich passiert. Und ja, das führe ich jetzt nicht weiter aus. Und wir kämpfen natürlich jedes Jahr auch wieder neu darum, überhaupt weiter finanziert zu werden. Also es ist nicht so, das gilt ja so ein Stück weit auch als Modellprojekt oder als was Modellhaftes, womit sich viele gerne schmücken. Aber es ist nicht so, dass jetzt das heißt, selbstverständlich werdet ihr auch gut finanziert, damit das läuft. Sondern auch das ist ein täglicher Kampf, sage ich mal immer wieder. Okay, genau. Also das führe ich jetzt nicht so genau aus, die Kooperation. Das habe ich nur deswegen reingegeben, um nochmal zu zeigen, es ist eine komplizierte Konstruktion. Es ist nicht eine einfache Geschichte, mit der städtischen Wohnungsbaugesellschaft so ein Projekt umzusetzen. Das ist in meinen Augen so ziemlich die härteste Nuss, die man uns da offerieren konnte. Ja, was wollten wir eigentlich? Also dieses Wohnprojekt, das war vorhin schon mal die Frage, wie ist das eigentlich entstanden? Und ich sage mal so ein bisschen schon noch aus dieser Idee der feministischen Frauenbewegung heraus, so wir müssen uns auch Orte schaffen oder Impulse setzen für Orte, die wir haben wollen, an denen wir gemeinsam und solidarisch leben können. Wichtig war uns eben immer diese Selbstbestimmung und Teilhabe letztendlich. Das verwirklicht sich jetzt bedingt.
aber wir versuchen so viel wie möglich davon umzusetzen. Gemeinschaftliches Wohnen und Leben, das wird, glaube ich, ziemlich gut funktionieren. Dieses solidarische Miteinanderleben, auch gemeinschaftlich wirtschaften, ist ja auch für viele ein rein wirtschaftlicher Aspekt, der da mit zum Tragen kommt, gegenseitige Hilfe, Unterstützung. Wir möchten diskriminierungsfrei leben, soweit das möglich ist. Barrierefreiheit, dieses Design für alle, das ist uns wichtig. Es soll bezahlbar sein. Deswegen haben wir auch immer gesagt, wir möchten Mietwohnungen, weil es gibt natürlich auch weitere Projekte. Also so einmalig, denke ich, ist es jetzt auch nicht, was wir da machen. Der größte Teil funktioniert aber über Eigentum oder über genossenschaftliche Modelle, was ich auch super finde, was wir ursprünglich wollten, aber festgestellt haben, dass auch das für die meisten Frauen zu teuer war. Also diese Genossenschaftsbeiträge da gar nicht gezahlt werden konnten, sodass wir eben bei Wohnungen, bei Mietwohnungen gelandet sind. Nachhaltigkeit war uns immer ein wichtiger Aspekt. Das wird jetzt, soweit das sich in den gesetzlichen Rahmen bewegt, von der WBM auch umgesetzt. Da hatten wir jetzt leider nicht so viel Einfluss drauf. Gendergerechtigkeit, also ganz wichtiger Aspekt für uns. Das ist auch ein Symbol. Wir können das auch schaffen und damit auch ja ein Mutmacher hoffentlich. Frauenraum in Frauenhand ist es bedingt. Das war ursprünglich mal die Idee davon. Genau, da ist das vielleicht nochmal nur in der Übersicht aufgelistet, was wir uns vorgestellt haben mit diesem gemeinschaftlichen Projekt. Da gehe ich jetzt mal ein Stück drüber. Das habe ich, glaube ich, auch schon im Großen und Ganzen erzählt. Das sind die kritischen Punkte dieser Kooperation, die wir ganz klar sehen. Haus und Grundstück gehören der WBM, da sind wir nicht dran beteiligt. Das heißt, letzten Endes sind wir genauso wie alle anderen MieterInnen auch davon abhängig, wie die Wohnungsbaugesellschaft sich entwickelt und wie sich, sage ich mal, der Besitz oder die Politik der WBM sich entwickelt. Wir werden einen Mietvertrag über 25 Jahre bekommen, also über 15 dann jeweils verlängert. Insofern ist die Perspektive schon gut. Aber dadurch, dass uns nichts davon gehört, hat das die Folge, dass wir weiter in der Abhängigkeit öffentlicher Förderung bleiben. Und das hatten wir ursprünglich als Idee, tatsächlich ändern zu können, zumindest partiell. Also dass uns irgendwie eine Möglichkeit gegeben wird, tatsächlich auch so Mittel zu erwirtschaften im geringen Umfang, um die nicht mehr permanent in dieser Abhängigkeit von der Zuwendung zu sein, die ja eigentlich immer, sage ich mal, so ein bisschen wie so ein Damoklesschwert über jeder Art von Projekt hängt, weil sie kann eben auch immer aufhören. Und das schafft für uns auch große Probleme, weil wir natürlich immer Eigenmittel aufbringen müssen für jede öffentliche Förderung, die wir haben. Und ich mich immer frage, wo sollen wir die eigentlich hernehmen? Weil wir verkaufen nichts, wir sind ja kein Wirtschaftsunternehmen. Wir können nur auf Spenden hoffen und Spenden fließen fast überhaupt nicht, weil lesbische Frauen sind kein Grund, wofür man Spenden gibt. Also es ist ganz schwierig für uns, da überhaupt Spenden zu kommen und bekommen. Und natürlich die wirtschaftliche Lage, also die ganze Situation, die wir haben. Die Corona hatten wir jetzt, den Krieg. Und das ist einfach keine Situation, wo Menschen, die eh wenig Geld haben, dann auch spenden. Wir kriegen schon Spenden, das finde ich auch super. Und zwar von denen, die sowieso nichts haben. Also die geben dann auch 5 € im Monat oder sowas. Das finde ich immer ganz anrührend irgendwie und freut mich natürlich auch. Ne? Genau, und damit bin ich dann auch durch. Ja, das war jetzt so ein Schnelldurchlauf letzten Endes. Das hat natürlich wirklich ganz, ganz viele Aspekte, aber das kann man hier so in der Kürze gar nicht darstellen. Ich habe ein bisschen Material mitgebracht hier noch, also eine Broschüre. Wir hatten letztes Jahr tatsächlich mit dem Dachverband, nee, vor 2 Jahren in Potsdam eine Fachveranstaltung, wo es auch genau um diese Themen und Fragen ging, die wir hier heute hatten. Unter anderem war Irene Götz da, die in Wien auch wirklich ganz toll geforscht hat zur Altersarmut. Also
Danach waren wir alle gefrustet und fertig irgendwie. Nein, aber es ist immer sehr erhellend. Ja, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Wir sind jetzt mit den Impulsverträgen hier vorne durch. Ich fand es auf jeden Fall jetzt schon extrem erkenntnisreich und lehrreich und ganz, ganz viele spannende Sachen auch mitgenommen, sehr inspirierend. Und wir wollen jetzt aber nochmal in eine gemeinsame Debatte einsteigen und genau, jetzt also die Runde sozusagen eröffnen für einerseits natürlich auch gerne Fragen, aber eben auch eigene Beiträge, Diskussionsbeiträge, dass wir hier noch in so eine gemeinsame Diskussion also kommen. Eure Perspektiven, Beiträge. Was sind vielleicht auch Themen, die noch nicht angesprochen wurden? Welche Punkte sind aber auch ganz besonders wichtig, die ihr nochmal betonen möchtet, wenn wir über Handlungsbedarfe in der Wohnungspolitik aus einer feministischen Perspektive sprechen? Ja, wunderbar. Gerne das Mikrofon benutzen. Also ohne Mikrofon hört das nämlich auch niemand in dem Zoom. Und das funktioniert relativ einfach. Man muss einfach in die Mitte drücken. Und wenn man nicht mehr redet, dann bitte ausmachen, sonst hört man nur noch diese Person. So, also meine Frage an Frau Brambach wäre, Sie haben als letzten Punkt da auf der letzten Folie gesagt, eine Herausforderung ist die Vergabe von Wohnraum. Und das wäre jetzt meine Frage, ist es in irgendeiner Form mit der WBM geregelt? Ja, das ist unter anderem in diesem Kooperationsvertrag geregelt, soweit das möglich ist. Also es ist tatsächlich eine Schwierigkeit für uns, weil die WBM hat natürlich Vorgaben, wie sie vergibt. Und da fallen wir aber ein Stück raus, weil wir wollen gemeinschaftliches Wohnen zum einen verwirklichen. Was heißt, eigentlich sollen die Menschen, die dort einziehen, auch mitbestimmen können. Das hat was mit Teilhabe zu tun. Das steht aber dem entgegen, wie die WBM vergibt. Und sicherlich auch zu Recht vergibt. Also da ist einfach ein Feld, wo sich noch was verändern müsste. Wie wir am Ende tatsächlich mit dieser Vergabe umgehen, ja, da sind wir selber noch am Diskutieren und am Überlegen, weil das ist natürlich eine große Herausforderung, weil wir haben unglaublich viele Bewerbungen. Wir haben unglaublich viele dramatische Gespräche mit Bewerber, sich Bewerbenden, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind, die eine Behinderung haben und auch von Wohnungslosigkeit bedroht sind. Also das ist wirklich belastend auch für uns. Wird übrigens nur ehrenamtlich geregelt, weil dafür haben wir auch keine Mittel, dieses Management zu machen. Also das wird für uns auf jeden Fall noch ein großer, herausfordernder Prozess. Und man muss einfach sehen, das ist ein Modell. Also das kann niemals dem Bedarf gerecht werden. Und von daher wird ja die Frage der Auswahl und der Wohnungsvergabe für uns wirklich noch eine harte Nuss werden. Und da wird sicher auch noch das eine oder andere mit der WBM auszuhandeln sein. Und an dem vielleicht noch eine kleine Randnotiz. Auch da wieder unsere Erfahrung. Wir haben mit verschiedenen Senatsverwaltungen zusammengesessen, um auch Ausnahmegenehmigungen zu bekommen, um bestimmte Dinge zu regeln, für die wir dann auch entsprechende Schreiben bekommen haben von höchster Stelle. Die werden aber jetzt von unten, also von den unteren Etagen, zum Teil wieder in Frage gestellt. Also da weiß ich auch nicht, wie Behörden hier eigentlich funktionieren. Ja. Ja, erstmal vielen Dank für den ganzen Input. Ich habe jetzt schon super viel mitgenommen. Und ich wollte noch einmal auf einen Aspekt zurückkommen, der in dem Input von Elif Iralp angesprochen wurde, und zwar auf das AGG. Das haben wir ja nur so ein bisschen angeschnitten. Genau, ich bin selber Juristin und wurde so ein bisschen wieder erinnert, dass es das ja gibt. Und das hat mich selber gerade ein bisschen erschrocken, dass ich daran erinnert werden musste, weil eigentlich ist die Idee ja eine ganz schöne, dass ich als so Privatperson, die jetzt nicht in der Politik ist, dadurch so ein Instrument an die Hand gegeben bekommen soll, um mich irgendwie gegen Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt auch zu wehren. Genau, aber ich habe mich so ein bisschen gefragt, was hat das in der Praxis eigentlich für eine Relevanz oder hat es überhaupt eine Relevanz oder eine Wirkung? Weil jetzt so in meinem Umfeld kenne ich niemanden, der darüber überhaupt schon mal nachgedacht hat,
Weil ich würde mir jetzt vorstellen, wenn es um eine Wohnungsvergabe geht und da vielleicht Diskriminierung im Raum steht, dann weiß man ja oftmals gar nicht, warum habe ich eine Absage bekommen. Meistens bekommt man ja nicht mal eine Absage. Genau, deswegen da vielleicht noch mal so ein bisschen die Nachfrage. Ja, das ist leider richtig. Also das AGG ist ein ziemlich zahnloser Tiger. Das liegt an ganz vielen verschiedenen Faktoren. Also der eine Faktor ist das mangelnde Verbandsklagerecht, dass die Fristen sehr kurz sind, 2 Monate, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Die sollten verlängert werden, dass verschiedene Diskriminierungsformen nicht mit drin sind, dass eben mangels Verbandsklagerecht dann die Menschen das Geld aufbringen müssen zu klagen. Also das AGG soll ja eigentlich auch präventiv wirken, aber da die Klageaussichten so schlecht sind, auch mangels einer Beweislastumkehr oder Beweiserleichterung. Wir haben ja im LADG damals unter Rot-Grün eine Beweiserleichterung, keine Beweislastumkehr, wie es die Polizei immer behauptet hat, eingeführt. Das gab einen Riesenaufschrei, so ungefähr das Abendblatt würde untergehen oder so. Und selbst da haben wir sehr wenig Klagen, obwohl das LADG viel besser aufgestellt ist. Das heißt, also im Bereich des AGGs, da gibt es auch so eine Stellungnahme, AGG-Reform jetzt von so einem Bündnis. Da sind alle Forderungen drin, die haben wir alle in unserem Antrag im Prinzip übernommen. Selbst wenn das alles umgesetzt würde, ist es immer noch ganz schwer nachzuweisen, weil ja nicht transparent gemacht wird, warum jemand nicht eingestellt hat. Man kann dann nur aufgrund so Testingverfahren zum Beispiel das versuchen nachzuweisen und manchmal gelingen auch Klagen. Es gab eine Klage gegen Deutsche Wohnen von jemandem mit einem türkischen Namen. Die Person konnte dann nachweisen, auch weil im Verfahren sich die sachbearbeitende Person blöd angestellt hat und irgendwas mit soziale Mischung und zu viel Ausländer oder so gesagt hat. Aber das ist auf jeden Fall ein Riesenproblem. Deswegen haben wir viele Forderungen, warum das AGG reformiert werden muss. Das ist auch versprochen worden, ist nicht umgesetzt. Und wir fordern auch sowas wie einen Fonds, der eingerichtet wird, dass Menschen, die eben das Geld nicht haben, da auch klagen können. Also die Gesellschaft für Freiheitsrechte macht ja auch solche Sachen. Aber es wäre eben auch wichtig, dass es so einen Fonds gibt, dass Menschen da privat klagen können und eben dieses Verbandsklagerecht. Wenn es dann mehrere Klagen gäbe und beispielsweise im Moment ist auch so, dass die Entschädigungszahlungen viel zu gering sind, wenn man da auch sagen würde, viel höher gehen würde, wie im Bereich Deliktsrecht oder so, das sonst üblich ist, dann ist es auch viel abschreckender. Also wenn man mit einer Klage ernsthaft rechnen muss als Landeswohnungsunternehmen oder eben als Privatunternehmen, das dann auch horrende Kosten nach sich zieht, dann würde das auch präventiv und auch repressiv halt viel mehr wirken. Und da müssten sich einfach die Gesetze jetzt ändern. Ja, so ist es ziemlich zahnlos, leider. Genau, ja. Okay, genau. Hallo, danke erstmal für die interessanten Beiträge. Mein Name ist Selina Höfner, ich bin von dem Verein ASAP e.V. und wir vermitteln Wohnraum an gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder, arbeiten dabei berlinweit mit allen Frauenhäusern und Projekten zusammen, die Schutzplätze anbieten, auch Beratungsstellen, weil nicht alle Menschen, die Schutz bedürfen, bekommen einen Platz in Frauenhäusern, will ich an der Stelle sagen. Und mir ist wichtig, noch mal ein paar Punkte zu sagen, weil was mir gerade so noch ein bisschen gefehlt hat, sind vor allem auch diese kurzfristigen Perspektiven auf dieses Thema, weil es gibt einfach in dieser Stadt eine Menge Menschen in Notsituationen, wie zum Beispiel gewaltbetroffene Frauen. Und ich finde es natürlich total wichtig, auch in die Zukunft zu schauen. Aber der Punkt ist, dass wir jetzt gerade ein akutes Problem haben und unsere Zahlen in unserem Projekt belegen das auch ganz gut. Und deswegen möchte ich auch noch mal ganz kurz auf ein paar akute Instrumente oder Maßnahmen verweisen, die meiner Meinung nach extrem wichtig und eigentlich auch umsetzbar sind, also in manche zumindest. Wir haben ja in Berlin zumindest schon mal ein wichtiges Instrument, das geschützte Marktsegment. Da ist jetzt, besteht auch schon länger die Forderung danach, dass die Quote irgendwie endlich mal aufgestockt wird. Ne? Für Berlin ist da die jährliche Quote an Wohnungen, die zur Verfügung gestellt wird, glaube ich, gerade bei 1.100 Wohnungen. Das ist viel zu wenig. Ich weiß nicht, ob wir es irgendwie schaffen können, eben landeseigene Unternehmen da wirklich mehr in die Mangel zu nehmen, einfach dieses Kontingent aufzustocken. Wir haben ganz viele strukturelle Probleme, zum Beispiel auch was den Wohnberechtigungsschein
angeht, der hier gerade benannt wurde. Es ist zwar toll, wenn es mehr WBS-Wohnungen gibt, die brauchen wir, aber im Moment warten wir auf den WBS, wenn man ihn beantragt, Monate, bis zu 10, 11 Monate. Das kann eigentlich auch nicht sein. Ne, also aus unserer Perspektive verstopft es natürlich auch Frauenhäuser total. Wir fragen uns als Projekt schon seit Jahren, warum ist dieser Zugang zu diesem Schein so schwierig, vor allem für Personen, die zum Beispiel Arbeitslosengeld 2 beziehen. Und das sind so akute Sachen, wo ich irgendwie denke, warum wird seit Jahren nichts getan, weil es einfach den Zugang zum Wohnungsmarkt wenigstens ein bisschen vereinfachen würde. Dann will ich gerne auch noch sagen, dass ich finde, dass es auch wichtig ist, Quoten, egal ob im Neubau oder im geschützten Marktsegment, auch immer an noch andere Kriterien zu binden. Wir haben in Berlin einen riesigen Mangel auch an barrierefreien Wohnungen. Wir haben zu wenige große Wohnungen. Also ich glaube, wir können aus unserer Perspektive sagen, Haushalte oder Frauen, alleinerziehende Frauen mit mehreren Kindern sind einfach auch extrem diskriminiert. Also viele Vermietungen wollen auch so Haushalte nicht in ihrem Haus haben, auch wenn auch nochmal sozusagen Stigmatisierung auch von Gewalterfahrungen da sind. Dann ist mir noch ein zweiter Punkt wichtig. Wir haben jetzt viel über Antidiskriminierungsstrategien, zum Beispiel bei landeseigenen Wohnungsbauunternehmen gesprochen. Das finde ich wichtig und finde auch gut, wenn die so Zufallsverfahren haben. Aber ich musste ein bisschen schmunzeln, weil bei einem dieser Unternehmen, es ist zwar toll, dass die ein Zufallsverfahren haben, aber wir können auf jeden Fall bestätigen, dass die andere Praktiken haben, die ziemlich diskriminierend sind. Zum Beispiel, was Menschen betrifft, die einen befristeten Aufenthaltstitel haben, müssen da teilweise so eine extra Klausel unterschreiben, dass wenn kein Kontakt mehr da ist, dass die Vermietung einfach den Zugang zur Wohnung sicherstellen kann, weil eben damit gerechnet wird oder so, dass die Person plötzlich weg sind. Ich weiß es nicht, aber diese Zusatzvereinbarung gibt es und ich frage mich, warum auch da nicht näher hingeschaut werden kann. Dann habe ich auch gerade, will ich nochmal den Punkt stark machen, Immobilien für Schutzplätze brauchen wir. Wenn ich gerade höre, wie viele Büroräume oder so Flächen leer stehen, denke ich mir so, warum kann so ein Leerstand nicht umgenutzt werden, sinnvoll und zwar irgendwie sofort am besten. Und ich möchte noch jetzt als vierten und letzten Punkt sagen, wir haben auch über unseren Verein einen Film veröffentlicht, der eigentlich alle Punkte, die ich auch gerade genannt habe, ein Dokumentarfilm, die Verschränkung von Wohnraum, gerade mit dem Aspekt häusliche Gewalt, das ist alles zusammengefasst. Ich habe zur Premiere auch den ehemaligen Bausenator eingeladen, der ist nicht gekommen, der hat auch niemanden geschickt und das wirft für mich die Frage auf, wie schaffen wir es eigentlich, die Leute, die in solchen Positionen sitzen, überhaupt für dieses Thema so zu interessieren? Weil ich finde es total wichtig, dass wir uns heute hier treffen und darüber reden. Aber am Ende, finde ich, sollte das halt auch auf Interesse stoßen bei solchen Menschen. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für den spannenden Beitrag. Wir haben hier vorne gerade schon mal zu dritt verabredet, wir werden eine Anhörung feministische Wohnungspolitik im Abgeordnetenhaus beantragen und das Thema damit versuchen, nochmal aufzusetzen. Ansonsten passt und dich einladen natürlich und viele andere sozusagen, die auch heute Abend hier sind. Und ansonsten wollte ich tatsächlich nochmal eine Sache auch mit ergänzen gewissermaßen, weil ich habe gerade eine schriftliche Anfrage auch an den Senat gestellt. Da ging es um ganz verschiedene Aspekte zur Lage von Frauen auf dem Berliner Wohnungsmarkt und unter anderem auch, dass es bei den landeseigenen Wohnungsunternehmen eigentlich auch eine Wiedervermietungsquote an Frauen, die von Gewalt betroffen sind, gibt. Nur, und das ist wirklich ja ziemlich absurd, kann weder der Senat noch die Wohnungsunternehmen sagen, wie viele das jetzt am Ende tatsächlich sind. Also es gibt zwar eine Quote und die ist auch relativ klar festgeschrieben, wie viele Fälle das sein sollen, aber es gibt eben keine Zahlen darüber, keine Statistik, die darüber geführt wird. Und das ist auf jeden Fall ein Problem, weil du hast es angesprochen, wir haben, ich meine, man kann es ja auch nochmal in Zahlen darstellen, wir haben knapp 1 Million Haushalte in Berlin, die Anspruch haben auf einen Wohnberechtigungsschein und für die gibt es aber gerade noch 100.000 Sozialwohnungen, wo ja auch in vielen Fällen schon Leute drin leben und deswegen ist das, was wir bei den landeseigenen Wohnungsunternehmen haben, diese jährliche Wiedervermietungsquote, dass also ein sehr hoher Anteil von Wohnungen an WBS-Berechtigte vermietet werden, ein ganz zentrales Instrument,
Und leider muss man sagen, kann man jetzt mal so sagen, seit die Linke nicht mehr in der Regierung ist, werden diese ganzen Maßnahmen wirklich systematisch abgebaut. Also wir haben das jetzt bei dem WBS so, dass einfach die Einkommensgrenzen nochmal zusätzlich so doll angehoben wurden, dass jetzt also der Wohnraum gleich knapp bleibt, aber ein Drittel mehr Leute dafür anspruchsberechtigt sind und wir da jetzt eine Konkurrenzsituation nochmal zusätzlich hergestellt haben. Also der Senat will nicht mehr quasi öffentlichen Wohnraum schaffen, wenn man so will, durch eine Vergesellschaftung, sondern vergrößert einfach nur die Konkurrenz. Das ist auf jeden Fall der falsche Weg. Ja. Zu dem Thema mit, also es braucht natürlich auch mehr Frauenhäuser und so, da gibt es ja auch verschiedene Initiativen, aber die Frage mit dem Wohnberechtigungsschein, also da, dass es so lange dauert, ja, das ist ein Problem, weil einfach zu viele Kriterien und zu viel Nachweis verlangt wird. Und es ist auch ein Problem, ich glaube, diese Klausel, die du gesagt hast, die okuriert darauf, dass den Wohnberechtigungsschein nur Personen bekommen, die eine Restaufenthaltsdauer von 11 Monaten haben. Und das muss dann, auch wenn das in der Regel verlängert wird, kriegen die dann eben keinen WBS, obwohl es da auch Gerichtsentscheidungen gibt, die sagen, eine Bleibeperspektive kann auch jemand haben, unabhängig von der Restaufenthaltsdauer. Und da haben wir vor 2 Plenarsitzungen oder so habe ich da unseren Antrag dazu eingebracht zur Ausweitung des WBS eben für diese Menschen, die dann wirklich ganz unten in der in der Logik sind sozusagen. Und da steht eigentlich im Koalitionsvertrag der GroKo auch irgend so ein Satz, aber die CDU hat schon klar gesagt, nee, das wird nicht kommen. Und meine Kritik, dass sie ja praktisch von oben immer Leute reinschieben und die unten sozusagen keinen Zugang dazu haben, ja, da lachen die im Prinzip nur rüber. Also es ist echt eine bittere Debatte gewesen und da wird wahrscheinlich gar nichts kommen. Aber wir haben das beantragt und hatten diesen Antrag auch schon zu R2G-Zeiten im Umlauf und den hat damals auch schon die SPD blockiert, auch im Senat. Aber wir bleiben da natürlich weiter dran, weil das sehr wichtig ist. Und da stand übrigens auch das besonders dringlich und Frauen aus Frauenhäusern, eben wegen dieser Verstopfung, das klingt jetzt blöd, aber auch das betrifft ja auch die geflüchteten Unterkünfte. Da sind ja viele, die eigentlich statusgewandelt sind, die schon längst normal in Wohnungen ziehen könnten, aber einfach keine bekommen und auch keinen Zugang zu WBS haben und dadurch halt ewig in diesen furchtbaren Massenunterkünften bleiben. Genau. Da sind wir dran, aber da können wir leider keinen Erfolg vermelden, noch nicht. Noch nicht, hoffentlich. Genau, gibt es weitere Beiträge von Ihnen und euch, Katalin? Ja, ich wollte ganz kurz nochmal den Ball aufnehmen und sagen, ich finde es total gut, über diese kurzfristigen Momente zu sprechen und kann auch auf jeden Fall berichten, dass wir in den 6,5 Jahren, die wir in dieser Regierungskonstellation mit Grünen und SPD verbracht haben, ja auch sehr viel davon aufgeschrieben und zum Teil umgesetzt haben. Warum ich nochmal vorhin auch so eine Stadtplanungsperspektive da reingebracht habe, ist aber, weil wir auch erlebt haben, dass diese Frage, wie stoppen wir eigentlich diese Vertreibung aus der Innenstadt und was hat das auch genau damit zu tun, dass wir über feministische Wohnungspolitik reden und gegen die Vermarktlichung von Wohnraum, muss man einfach sagen oder feststellen am Ende des Tages und diese Feststellung ist mir wichtig, auch nochmal in den Raum zu stellen, also insbesondere die SPD, wirklich ein Interesse an einer Aufwertung, einer strategischen Aufwertung der Stadtmitte hat und ganz gezielt auch sagt, wir wollen neue Bürger mit mehr Geld in die Innenstadt holen, um den Standort Berlin aufzuwerten. Und nun brauche ich eigentlich nicht so viel Redezeit verschwenden an eine Partei, die nicht meine ist, aber ich finde das schon wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, weil wir uns ja immer fragen, warum ist die SPD eigentlich nicht dafür, das geschützte Marktsegment jetzt auszuweiten? Warum weigern sich die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften mit euch konstruktiv zu verhandeln? Warum ist es nicht möglich in der Innenstadt 100% sozialen Wohnungsbau für immer sozial gebunden auf einer innerstädtischen Premiumfläche zu binden. Warum ist das so? Und wenn man sich diese Frage ernsthaft stellt, dann kann man nicht sagen, ja, weil die alle irgendwie auf den Kopf gefallen sind, sondern weil das wirklich ihr politisches Programm ist. Also das heißt natürlich, dass sie auch auf den Kopf gefallen sind, aber das ist ihr politisches Programm und mir ist es sehr, sehr wichtig, das wirklich festzunageln, weil diese unsoziale Politik eben nicht ein Zufall ist. Sondern wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass das ein totaler Marktglaube ist und auch der Kampf für eine andere Stadt, die den reichen Bürgern von morgen gehören soll.
Und deswegen ist die Frage, wie wir uns dagegen stellen, auch eine Frage sozusagen, wirklich eine Frage, wie radikal sind auch unsere Forderungen. Und deswegen finde ich schon, ist die Frage, wem gehört die Innenstadt? Die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen. Deswegen ist die Frage, wem gehören eigentlich die Büroflächen? Natürlich eine Frage, die wir uns stellen müssen. Deswegen ist die Frage, sind wir eigentlich dafür, Hausbesetzungen wieder zu legalisieren? Die Frage, die auf die Tagesordnung gehört. Und deswegen ist auch die Frage zum Beispiel nach dem Mietendeckel, der ist jetzt sozusagen schon wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten, leider. Aber die war auch für alle die Gruppen, die heute hier auch Gespräch waren, eine radikale Verbesserung. Also der Mietstreik auf dem Wohnungsmarkt, der dadurch kommt, dass man einfach gar nicht mehr umziehen kann, weil es gar nicht möglich ist, weil es alles nur teurer ist, was danach kommt, der war ja für eine Zeit lang tatsächlich beendet. Und das war jetzt trotzdem nicht alles toll, aber es war eine ganz andere Situation, über die wir geredet haben und dass Menschen sich irgendwie überlegt haben, wie kann ich eigentlich wieder in eine Wohnung kommen? Abgesehen mal davon, dass die Vermieter dann in den Streik getreten sind, zum teilweise gesagt haben, da machen wir nicht mit. Auch ein Problem. Aber wir müssen tatsächlich über diese Dinge reden, die wir jetzt auch schon hatten in den letzten Jahren, wo man auch sagen muss, Rot-Schwarz ist wirklich eine krasse Verschlechterung für die Menschen in dieser Stadt. Aber wir müssen eben auch ehrlich sagen, was haben wir in der Zeit nicht geschafft? Und das hat wirklich auch was damit zu tun mit der Frage, wie wollen wir die Stadt von morgen anders programmieren und wo, an welchen Bruchstellen entlang müssen wir uns dann eben auch mit den anderen Parteien auseinandersetzen. Deswegen war mir einfach wichtig, das nochmal zu sagen, weil ich finde, es kann nicht darum gehen, dass wir die armen Menschen immer nur am Stadtrand unterbringen, sondern wir müssen darauf bestehen, dass wir in der Innenstadt sagen, 100% sozial bauen auf dem Dragoner-Areal, auf dem Molkenmarkt und sonst wo überall. Und jetzt die ganzen Grundstücke, wo Wohnungsspekulanten in die Pleite geraten, zurückholen. Das ist auch eine Forderung, die wir aufmachen, zu sagen, wir müssen aktive Grundstückspolitik betreiben, den Boden zurückholen in kommunale Hand. Und damit projekten wir euch entschieden bauen und eben nicht sozusagen das den Baumonopolisten zu überlassen, weil das ist auch eigentlich Teil der Wahrheit, dass diese Kapitulation im Bau, in der Baupolitik auch auf den Prüfstand gehört, dass nämlich die großen Baumonopolisten, die überall die Baustellen versorgen, überhaupt nicht angemessen bauen. Und dass dieses Bauen von der Stange auch dafür sorgt, dass wir überhaupt nicht mehr darüber reden, was braucht die Stadt eigentlich, wie haben sich Lebensstile verändert und welche Bedarfe haben wir eigentlich und wie cool wäre es eigentlich, wenn die Leute selber ihre Wohnung bauen könnten. Das ganze Innovationspotenzial auch zu heben und als Thema zu machen, muss dringend auf die Tagesordnung. Und das ist natürlich wirklich auch eine langfristige Perspektive, die aber deine kurzfristigen Einforderungen keinesfalls ersetzt. Okay. Ja, vielen Dank, Katalin. Ich glaube, da steckte sehr viel auf jeden Fall auch von dem Arbeitsprogramm drin, mit dem wir uns ab morgen wieder weiter beschäftigen. Und der Kampf geht weiter auf jeden Fall. Gibt es an der Stelle trotzdem noch weitere Perspektiven von euch und Beiträge, die ihr zu dem Thema noch beitragen möchtet? Guido. Ja, ich würde bei drei Punkten gern auf die landeseigenen Wohnungsunternehmen nochmal den Fokus legen. Nämlich, es gibt ja ein großes Neubauprogramm der landeseigenen und da entstehen Grundrisse. Jetzt könnten wir annehmen, das ist eine heteronormative Raumproduktion. Also sollten wir diese Grundrisse eben hinterfragen und befragen. Was ist da also wie vordefiniert? Gibt es hierarchisierte Grundrisse? Sind die flexibel? Sind die im Laufe von Lebensphasen anpassbar? Das ist der eine Punkt. Dann habe ich ein Praxisbeispiel. Meine Nachbarin bei der DGWO, also eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft, ist mit ihrem Partner eingezogen. Dann waren das zwei ZahlerInnen in einem Mietvertrag mit zwei MietvertragspartnerInnen. Und nun haben die sich getrennt und sie wurde aufgefordert, auszuziehen. Und nur durch einen Zufall, weil sie eine Sachbearbeiterin kennengelernt hat, ist das dann anders gekommen.
Und das haben wir zum Anlass genommen, eine schriftliche Anfrage zu stellen von Niklas und ich glaube von dir. Und die Antwort ist jetzt auch da. Ich werde dir auch, dann werde ich mal nach dem Feedback nochmal bei der Nachbarin nachfragen. Auf jeden Fall ist es so, dass sie in einem Care-Beruf tätig ist und nicht ein so hohes Gehalt hat, um eigentlich die Wohnung zu erhalten. Also wir wissen, 30% Mietbelastung eben darf es nur sein beim Einkommen. Wenn es jetzt ein männlicher Banker gewesen wäre, wäre es kein Problem, aber da schlägt der Care-Beruf eben wieder irgendwie durch. Und weil sie alleine wohnt, ist die Regelung, die die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft hat, dass jeder sich die Wohnung leisten kann, also dieses sogenannte Leistbarkeitsversprechen, nicht mehr erfüllt, weil die Wohnung einfach ein paar Quadratmeter zu groß ist. Also auch das ist ein Problem. Dann weiter mit der DGWO, die Autobahnüberbauung Schlangenbader Straße, besser bekannt auch als eine Art Wohnmaschine für 3000 Menschen, ne? Da gab es früher einige Gemeinschaftsräume. Das wurde von der DGWO reduziert auf einen einzigen Gemeinschaftsraum nur noch. Und die MieterInnen sollen jetzt einen Gewerbemietvertrag mit der DGWO abschließen. Also auch hier die Räume, wo eben Zusammenkunft oder irgendwie man achtet gegenseitig aufeinander, kann sich überhaupt in so einer großen Wohnanlage überhaupt mal begegnen. Das wird erschwert. Und provokativ zum Schluss gefragt, wofür steht die Senatsbaudirektorin mit ihrem privaten Architekturbüro, wenn man sich da ansieht, welche Villen da entworfen werden, dann stellt sich die Frage, was ist das für eine Aussage, eine von der SPD einberufene Senatsbaudirektorin, wie werden diese Villen zum Beispiel geputzt? Sicherlich nicht von Herrn Karlfeld. Also da, und wenn das übertragen wird auf die Innenstadt, auf den Molkenmarkt, wo ein SPD-Mitglied eine Veranstaltung im Waldorf Astoria Hotel macht, unter dem Motto Die Mitte den Reichen und Schönen, ihr hattet es ja angesprochen mit den Townhouses, dann muss man sich wirklich fragen, was mit dieser SPD los ist. Und da würde mir noch ganz viel einfallen. Damals Rückblick Neue Heimat, auch eine Raumproduktion praktisch, wo sich die Frage stellt, wie kann dort eben ein feministischer Lebensstil mit Care und so weiter vereinbart werden in einer Satellitenstadt, die jetzt wieder aktuell ist, weil der Bundeskanzler 20 neue Satellitenstädte für Deutschland fordert. Ja, mein Name ist Christine Fischer, ich bin von der Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen und habe auch viele Jahre im Frauenhaus gearbeitet. Und neben den Villen beschäftigt mich tatsächlich die Frau, die irgendwo am Stadtrand eine Wohnung kriegt, sich darüber freut und dann aber noch vor der Aufgabe steht, dass sie die renovieren muss und keine Ahnung hat, wie sie an Handwerker kommt und überhaupt, wie sie ganzen Anträge dafür stellt. Ich finde, das ist irgendwie auch nochmal so ein Thema, was man sich auch bei der Wohnungsmarktpolitik mit angucken sollte. Gleichzeitig auch bei der Frage von, wenn wir die Innenstadt sozusagen erschließen, was ja sehr wünschenswert wäre, insgesamt auch nochmal zu schauen, wie sieht es aus mit Angsträumen, ja, wo sich sozusagen, was macht Wohnen attraktiv? Das ist ja nicht nur die Wohnung an sich, die ich mir irgendwie schön machen kann, sondern wie sind auch die Wege, nicht nur kurze Wege von den Besorgungen, sondern wie kann ich mich da auch frei und sicher bewegen? Das wäre auch nochmal ganz spannend. Ich weiß, in Kreuzberg gab es vor 25, 30 Jahren mal eine Angstraumstudie. Das wäre irgendwie auch nochmal ganz spannend. Und tatsächlich bei Wohnungspolitik, heute Morgen war gerade der AK Wohnen, dass wir auch nochmal die Wohnungsnotfallhilfe mit in den Blick nehmen, weil auch da fehlt es an Räumen für Frauen und queere Personen, weil sozusagen es auch gerade im Bereich der Gewalterfahrung große Überschneidungen gibt. Und ich glaube, das auch nochmal ein wichtiger Punkt wäre, damit hinzuschauen. Die drei Punkte wollte ich gerne noch ergänzen. Danke. Vielen Dank.
Gibt es weitere Beiträge, die euch, ja, ich weiß nicht, auch vielleicht Themenaspekte, die euch vielen besonders am Herzen liegen? Ja. Vielleicht kurze Nachfrage. Wir haben uns gerade nochmal gefragt, was nochmal ein Angstraum ist. Also wie man das zusammenfassen kann. Ja. Letztendlich der Raum, wo du dich bewegst und Angst hast. Also ganz einfach runtergebrochen. Ein klassisches Beispiel sind dunkle Überführungen, nicht, also schlecht ausgeleuchtete Parks. Und ich finde, gerade so bei Fragen von Verdichtung muss das auch mit berücksichtigt werden. Da hinten gab es das, glaube ich, noch mal. Genau. Du hast leider kein Mikrofon. Du müsstest vielleicht, aber da in der Mitte zum Beispiel ist noch eins. Ich glaube. Hi, ich bin Lea, ich studiere Stadtplanung und natürlich interessiert mich deswegen auch das Thema. Hallo Pauli. kurz zum Angstraum. Ich reagiere mal so ein ganz bisschen allergisch natürlich auf den, auf dieses Wort oder diesen Begriff oder was man darunter nimmt oder fasst, weil es natürlich wieder das Problem verlagert. Also natürlich ist das subjektive Sicherheitsempfinden von Frauen und Flinterpersonen generell super wichtig, aber das einfach einem Raum zuzuschreiben, dieser Raum ist bedrohlich. Es geht ja meistens darum, dass Flinterpersonen Angst haben vor dem, was in diesen Räumen passiert, und das ist meistens vor, ja, ich sage jetzt mal männlicher Gewalt. Und diese Angst quasi nur diesem Raum zuzuschreiben, verschiebt wieder das Problem. Also man sagt dann, so komplexe Fragen wie eben Misogynie und ähnliches wird dann dadurch gelöst, dass man eine bessere Ausleuchtung hat und so. Also so wird dieses gesellschaftliche Problem irgendwie ein bisschen zu einfach gemacht. Deswegen nur kurz zum Angstraum. Genau, und dann also vielen Dank für den ganzen Input, auch super inspirierend, auch vom RUT-Projekt zu hören. Wir hatten jetzt gerade ein Studienprojekt, das war tatsächlich im eher ländlichen Raum außerhalb von Berlin in Neuenhagen, wo es um ein Gebiet geht, das beplant werden soll. Und da haben wir gemerkt, also weil sie natürlich auch angesprochen haben, was sind das für Bürokratien, die dahinter stehen, wie erreicht man da überhaupt, wie findet man da Gehör und Verständnis? Und es sind da ja noch relativ niedrige Strukturen, sage ich mal, man ist schnell beim Bürgermeister, man ist schnell, ne, beim Bauausschuss und so weiter und so fort. Aber allein da diese Idee einzuführen von, ey, es gibt auch Baugemeinschaften, anstatt dieses ganze Gebiet jetzt einfach einem Investor zu geben. Und die haben neue Ideen zu alternativen Wohnformen. Das ist alles so, das ist so ein großes neues Thema. Das ist, also deswegen, und das ist auch so ein bisschen meine Frage vielleicht ins Plenum, wie bringt man diese Themen, die wir alle ja, wo wir alle sehr aware sind und uns fragen, wieso geht es nicht voran? Wie bringt man die in die breite Masse? Weil ich habe immer das Gefühl, ich gehe dann irgendwo hin und erzähle Leuten was komplett Neues. Und genau, also irgendwie, wie kriegen wir jetzt auch, jetzt sitzen wir hier, wir sitzen im Abgeordnetenhaus, ist natürlich irgendwie eine große Schwelle, hierher zu kommen. Wir sind wahrscheinlich alle, ja, eher weiße Menschen, die Zeit haben heute Abend und so weiter. Wie kriegen wir das zum Status Quo quasi? Ne? Das ist irgendwie so. Vielen Dank. Vielen Dank dir auch für deine Frage. Genau, ich würde sagen, das nehmen wir gleich in eine Abschlussrunde mit rein. Haben noch eine Meldung von Caroline. Ja. Ah ja. Okay. Hallo, ja, mein Name ist Caroline Gens. Ich bin Stadt- und Wohnforscherin, so viel vielleicht zum fachlichen Hintergrund. Erstmal vielen, vielen Dank für die spannenden Beiträge heute und auch die Diskussionen. Und ich habe so eine Frage, die mir wirklich ganz am Herzen liegt und unter den Nägeln brennt, auch für die eigene Praxis. Wir haben total offensichtliche und prekäre Problemlagen, die alle dargestellt werden. Die sind real. Und die schichten sich auch in ganz, ganz vielen verschiedenen Themenbereichen. Ob das Eigentum ist, ob das Wohnformen sind, ob das Gewalt ist, ob das öffentliche Räume, Wohnen als soziale Infrastruktur. Unglaublich viele. Dann haben wir 40 bis 50 Jahre feministische Theorie, die dem vorausgehen, die wir heute auch gehört haben. Und dieser Spalt zwischen 50, 60 Jahre feministische Theorie, auch kritische Stadtforschung, und Problemen, die da sind. Ich frage mich so, wie
also die haben wir in den letzten 50 Jahren nicht überwinden können und es geht auch wirklich nicht voran. Also und den Punkt, den Sie gemacht haben, Frau Bambach, vielen Dank nochmal für Ihren Beitrag. Mir sind fast die Tränen gekommen, als ich das gehört habe. Das muss ich ganz aufrichtig sagen. Es ist unglaublich, das zu hören. Also wie viel gekämpft werden muss, wie viel Eigeninitiative und Eigenkapital reinfließen muss in Dinge, wofür eigentlich Politik verantwortlich sein sollte, sowas zur Verfügung zu stellen. Also meine Frage ist diese, die politische Bildungsarbeit, haben Sie das genannt, die da geleistet werden muss in der kommunalen Verwaltung. Wie schaffe ich es also, diesen Wissenstransfer feministischer Theorie in kommunalpolitische Verwaltungspraxis zu überführen? Und das auf allen Ebenen. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, weil das ist, Entschuldigung, ich muss das sagen, es ist parteiunabhängig. Also, weil die Verwaltung ja nochmal ihre eigenen Logiken hat, wie irgendwie agiert wird. Also das würde ich mich, also ich weiß, niemand hat darauf sofort eine Antwort, aber ich glaube, das ist ein Hebel, an dem unbedingt gearbeitet werden muss, in der Hoffnung, dass das vielleicht irgendwie einfacher werden könnte an einigen Stellen. Und die andere Frage, die ich auch noch habe, und das ist natürlich abhängig auch von der Partei. Genau, ich war im Fachfrauenbeirat für Gender Mainstreaming und Diversity für die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 6 Jahre tätig. Und mit dem Regierungswechsel in Berlin und mit dem Wechsel zu Kai Wegner ist das mehr oder weniger abgeschafft worden. Und das frage ich mich, warum das eigentlich so ist. Und warum das nicht wiederbelebt wird. Genau, Gender Mainstreaming oder gendergerechte oder gendersensible Planung sind eben die Begriffe im Verwaltungskorpus, die eigentlich feministische Stadt- und Wohnpolitik in irgendeiner Form auch fördern. Und dass dieser Beirat nicht mehr existent ist und auch die Vorarbeit des Beirats der letzten 15 Jahre von der Webseite in die Gleichstellung irgendwie so ein bisschen abgeschoben wurden. Das ist mir nach wie vor ein großes Rätsel, weil es gab Strukturen in den Verwaltungen, die das quasi zumindest versucht haben und dafür gekämpft haben. Und ich weiß, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber das sind so zwei Punkte, die mir so ein bisschen unter den Nägeln brennen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ich glaube, den letzten Punkt, da wurde sich schon so fleißig mitgeschrieben, dass der auf jeden Fall thematisiert wird. Vielleicht sogar morgen im Plenum, da kann man so spontane Anfragen stellen. Das ist eine gute Gelegenheit vielleicht. Ich würde ansonsten jetzt nochmal vielleicht für eine kurze Abschlussrunde sozusagen allen nochmal die Gelegenheit geben, auch wenn das also besonders herausfordernd ist, aber es war ja auch herausfordernd in der Komplexität der Debatte heute, auch diese unterschiedlichen Aspekte nochmal mitzunehmen. Aber es gab einmal die Frage, wie kommen wir eigentlich mit diesen Themen in die Breite? Und dann konkret die Frage, wie kommen wir mit diesen Themen aber auch ich sag mal, an sehr entscheidende Positionen, wie zum Beispiel in der öffentlichen Verwaltung. Und ich setze vielleicht noch mal eins rauf, wenn wir uns jetzt zum Beispiel in einem Jahr hier noch mal wieder treffen sollten, was wäre denn sowas wie ein Beispielpunkt, wo man sagt, da habe ich das Gefühl, oder also den man sich wünschen würde, dass man das Gefühl hat, da ist wirklich was vielleicht auch nach vorne gegangen und da war ich positiv überrascht oder sowas in der Richtung. Wir sollen uns was sagen. Genau, jetzt alle gerne nochmal, die sich da berufen fühlen. Ich sage jetzt mal sowas wie eine Minute oder so, vielleicht, dass wir nochmal ein kurzes gemeinsames Ende hier finden für heute Abend. Wer möchte starten? Oder Irene? Okay. Also die Frage ist, ich habe, glaube ich, die Frage nicht verstanden. Es waren also viele Fragen auf einmal, glaube ich. Also die letzte Frage nochmal, Niklas. Okay, nochmal die letzte Frage. Wenn wir in einem Jahr uns hier wieder treffen sollten, was ja durchaus sein kann, was wäre vielleicht auch ein, also sozusagen ausgehend von den beiden ersten Fragen, ein so ganz positives, konkretes Beispiel, wo man sagt, da habe ich das Gefühl, da geht's nach vorne. Ja, also du willst jetzt hier die Runde mit positiven Statements schließen, das verstehe ich. Aber das ist ja sozusagen alles in Raum und Zeit leider gerade nicht so hoffnungsfroh. Deswegen nicht mal der Beirat ist erhalten geblieben. Also wir nehmen das nochmal mit. Willst du das korrigieren, Karin? Ach, eine hoffnungsvolle Nachricht. Ja. Dann sagt ihr es auf jeden Fall dann auch gerne noch. Ich glaube, ich würde es nochmal zusammenbinden und sagen, also diese Frage, wie kommen wir in die Aktion, die war ja heute auch Thema. Und ich glaube, dass wirklich die Frage ist, wie kriegen wir das in verschiedene aktuelle soziale Kämpfe einfach eingebunden? Und ich muss sagen, dass mir zum Beispiel für den Bereich der Stadtplanung
Neubau, die ganze Auseinandersetzung mit Architects for Future viel Kraft gibt, viel Mut gibt. Ich sehe, dass an den Universitäten ArchitektInnen ausgebildet werden, die selber sagen, wir wollen eigentlich gar nicht mehr neu bauen, wir wollen eigentlich nur noch umbauen, die Stadt muss transformiert werden, die Stadt ist fertig gebaut, wir müssen sie aber sozusagen zeitgerecht umplanen, umbauen. Das gibt mir Kraft und da muss ich sagen, gibt es einfach eine wahnsinnige Dynamik gerade in der Debatte. Ansonsten für die ganz konkrete Frage, wie jetzt hier in den Verwaltungen auch umgedacht wird, muss ich sagen, muss man auch einfach sagen, es müssen auch Leute einfach ausgewechselt werden und es muss einfach auch ganz knallhart darüber geredet werden, dass es einfach eine politische Entscheidung ist, wer hier wie an welcher Spitze sitzt und wenn die Wohnungsbaugesellschaft weiterhin Leute an der Spitze sitzen, die finden, dass sie es genauso machen wollen wie die privaten und die großen Wohnungskonzerne, ist es die falsche politische Richtung. Wir streiten definitiv für anderes politisches Personal. Die Frage ist nur, wer macht's? Und da müssen wir uns auf breite Bündnisse zusammenbauen und stellen, damit wir die guten Leute haben, die wir auch in solche Positionen heben können, wenn wir denn dann wieder gemeinsam an der Macht sind. Also mal weiterzumachen, also nochmal so auf Sachen zumindest so ein bisschen anzugehen. Also es gab eine andere Studie beispielsweise in Kreuzberg, vielleicht kennst du die ja von Talia Blockland, die war ja zu dem Thema auch Sicherheitsgefühl, da ging es um die Kottiwache, aber auch um andere. Also ich würde sagen, das ist insgesamt ein ambivalentes und auch lang zu diskutierendes Thema, das werden wir jetzt so nicht schaffen abzuräumen, aber spielen ja viele Aspekte mit rein. Das haben wir jetzt auch in der Görlitzer Parkdebatte gesehen und ich glaube, das ist sehr komplex und auch schwierig, da allen Bedarfen gerecht zu werden und ich glaube, das müssen wir an anderer Stelle nochmal weiter diskutieren. Aber wir als Linke haben natürlich an der Politik, wie sie jetzt von Seiten des Senats und vom Bürgermeister gemacht wird, aber das teilen sich ja die meisten und wahrscheinlich auch du hier im Raum, eine extreme auch Kritik an dieser, sag ich mal, Law-and-Order-Politik, die Sicherheit rein über diese polizeiliche Sicherheit definiert und soziale Aspekte und viele andere Aspekte da so außen vor lässt und auch aus meiner Sicht Frauen und Flinter da gar nicht wirklich sieht und es da um andere Aspekte geht, aber genau, das ist jetzt, glaube ich, auch gar nicht kontra oder kontrovers gemeint, sondern es ist einfach ein sehr breites Feld, worüber wir auch einfach noch weiter im Gespräch sind, was auch nicht immer einfache Antworten produziert. Ansonsten wollte ich sagen, was Positives, also wie man Verwaltung verändern kann. Klar sind solche Sachen wie solche Beiräte, ne, das haben wir unter R2G auch ganz viel versucht, bestimmte Beiräte, wo so ein Dialog, ein erzwungener Dialog zwischen Verwaltung und Zivilgesellschaft stattfindet, einzuführen. Jetzt kommt endlich unser Romja-Beirat. Sowas ist natürlich ein total wichtiges Instrument, denke ich, um Strukturen zu verändern, weil Verwaltung führt so ein völliges Eigenleben. Das haben wir ja auch gemerkt, wenn Leute von uns sozusagen die Führung irgendeiner Verwaltung übernommen haben, aber die Strukturen in der Verwaltung sich nicht verändert haben und dann wollten wir Gesetze machen, weiß ich nicht, zum Beispiel Quote, Menschen mit Migrationsgeschichte, das war mir ein wichtiges Anliegen damals im öffentlichen Dienst und dann sagt die Verwaltung, ist verfassungswidrig. Dabei gibt es natürlich ganz viele progressive Juristinnen, die das anders sehen. Also Verwaltung blockiert auch viel progressive Vorhaben. Aber es gibt beispielsweise ja auch Menschen in der Verwaltung, also da gibt es auch so Frauen und verschiedene Leute, die sich vernetzen, um bei bestimmten Politiken, jetzt gibt es sowas wie, oder gab es auch schon informell, Beschäftigte of Color, die sich zusammenschließen und so. Das ist natürlich auch ein Weg, dass sich die Beschäftigten selber anhand von verschiedenen Dingen auch themenorientiert oder so zusammenschließen und versuchen, was zu bewegen, auch über die Häuser hinweg. Ansonsten so Beiräte und so sind natürlich gute Sachen. Und was Positives, also was ich Positives finde, es sind ja viele hier auch bei DWE in Berlin aktiv gewesen, dass zum Beispiel DWE es geschafft hat, ja so verschiedene Perspektiven auch intersektional anzugehen. Also Rassismus hat auch eine Rolle gespielt, nämlich Wahlrecht für alle, was so ein Thema ist, wo ich seit sehr langer Zeit dran antworte mit der Right to City LG oder eben die feministischen Fragen. Also es geschafft wird, dass soziale Bewegungen endlich auch diese verschiedenen Themen miteinander verbinden. Und ich hoffe, in einem Jahr ist dann die erste Stufe des Gesetzesvolksentscheids zum Beispiel genommen. Das wäre etwas Positives. Ja. Darf ich weitermachen?
Ja, ich hätte tatsächlich auch den Gesetzesvolksentscheid genannt. Aber es gibt auch noch ein paar andere Dinge, die mir Mut machen. Und zwar die Kampagne Soziale Wärmewende jetzt. Wir hatten ja nur so ganz am Rande irgendwie das Thema Nachhaltigkeit mal angeschnitten. Aber energetische Modernisierungen sind einfach ein Hebel, der aktuell sehr viele Menschen aus ihren Wohnungen herausdrängt. Und ja, eine warmmietenneutrale Modernisierung und auch die verpflichtende Sanierung. Denn wir reden nicht nur über quantitative Wohnungsfragen, sondern auch einfach schlechte Wohnungen, Wohnungen, wo Schimmel, Feuchtigkeit und auch einfach andere gesundheitsgefährdende Faktoren zum Alltag gehören. Und genau, also diese Kampagne macht mir große Hoffnung und da hoffe ich, dass sich etwas tut. Genau, und noch einen Satz möchte ich sagen zu dem Thema Verwaltung. Ich weiß aus Frankfurt am Main, dass dort, ich weiß nicht, wie viele tausend Stellen in der Verwaltung unbesetzt sind, weil keine Menschen gefunden werden, die in die Verwaltung gehen möchten. Ich bin auch nicht in der Verwaltung, sondern an der Uni. Und an der Uni ist es wirklich schön. Toller solidarischer Zusammenhang, kritische Geografie, toller Chef. Ich kann mich überhaupt nicht beschweren. Aber genau, es liegt auch daran, dass ich nicht in der Verwaltung bin, dass die Verwaltung so läuft, wie sie läuft. Und ich glaube, es muss irgendwie attraktiver auch für uns sein, sich diesen Kämpfen, die ihr beispielsweise führt bei RUT, diesen aktiven Kämpfen, die sehr anstrengend sind, sich halt auszusetzen. Genau, weil kritische Theorie ist nur so gut, wie sie halt in die Praxis umgesetzt wird. Und mich stimmt ganz hoffnungsvoll, dass einige Kolleginnen und auch Studierende inzwischen den Weg in die Verwaltung gehen wollen und aktiv intern was bewegen, auch wenn ja lokale, austeritäre Strukturen natürlich nicht besonders viel Handlungsspielraum zulassen. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall wichtig, dass man da Leute hat und Verbündete hat, die vielleicht auch noch, abgesehen von ihrem Verwaltungsjob, im Aktivismus tätig sind und dann genau da so ein bisschen auch aus der Praxis plaudern können, wie es eigentlich aussieht in Verwaltungsstrukturen. Genau. Ja, ich finde, das ist ein guter Punkt. Wobei ich auch zum Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung sagen muss, dass es schon noch so ist, dass es in vielen Verwaltungsberufen auch noch Repressionen gibt gegenüber Aktivistinnen, gerade wenn dann das Wort Enteignung fällt. Und ich muss sagen, dass ich irgendwie heute wieder gemerkt habe, so bei mir bewegt sich das immer zwischen Ohnmacht und Wut und aber gleichzeitig auch viel Hoffnung, weil wir ja auch sehen, dass halt diese Krisen auch dazu führen, dass Leute, die eigentlich quasi keine Qualifikation haben, außer ihrem Erfahrungswissen, auf einmal aktiv werden und sich auch nicht so leicht abschütteln lassen. Und ich denke schon, dass wir daraus halt auch noch viel Kraft schöpfen können und dass es eben auch ja Mittel gibt, zum Handeln zu zwingen, selbst wenn es die Verwaltung nicht von selbst macht. Und ja, dafür bin ich sehr dankbar für alle Aktiven. Ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Ich bin auch total positiv inspiriert, also obwohl wir auch über so viele furchtbare Situationen und Lagen gesprochen haben, dass wir trotzdem hier zusammenkommen und uns so gut ausgetauscht haben darüber. Ich reihe mich ein, ich drücke euch ganz doll die Daumen in Hamburg, ich drücke aber euch auch total die Daumen, dass das nächstes Jahr, wenn wir uns wiedersehen, alles gut klappt und ihr da gut vorankommt und auch für euch eine Lösung findet, wie das mit der Verteilungsfrage gut funktioniert, weil das hast du ja mehrmals betont, das ist eine große Herausforderung, da für Gerechtigkeit zu sorgen und auch Dinge zu entscheiden, gerade wenn es ehrenamtlich ist und auch also ganz viel auf so verschiedenen Machtebenen erfolgt, zu denen nur so begrenzt Einfluss besteht. Gleichzeitig finde ich das total inspirierend. Ich bin aber auch total bei dem anderen Beitrag, dass wir viel dringender und noch größere und krassere und radikalere Instrumente brauchen, gerade für Menschen, die für die es wirklich dringlich ist. Und das Gefühl habe ich auch, wenn ich zurück an diese Gerichtsverfahren denke, die ich mir auch weiterhin angucken werde und auch nächstes Jahr hoffentlich habe ich dann so eine kleine Karte fertig. Das ist so zumindest der Plan für die ersten drei Städte, um auch nachzuzeigen, wie wer wird da entmietet, ob
freiwillig ausgezogen oder tatsächlich zwangsgeräumt und wo landen dann diese Personen, um das sichtbar zu machen und um nochmal deutlicher zu machen, das ist wirklich ein großes Problem, auch wenn das so sichtbar passiert und das für ganz viele gar nicht zur Kenntnis genommen wird, auch weil es häufig nicht sichtbar ist eben, also weil die wenigsten mit im Gerichtssaal sitzen, weil das sehr unsichtbar funktioniert, weil das alle 7 Minuten passiert in einem Gerichtssaal. Das sind ganz kurze Termine, meistens sind die Personen gar nicht da, die betroffen sind, es kommen Umzugsunternehmen. Also das ist gar nicht, die meisten denken in der Nachbarschaft, es sind so ganz normale Umzüge sozusagen und all das passiert aber jeden Tag. Und wenn wir diese Zahlen sehen, denke ich, genau für solche Menschen brauchen wir ganz, ganz dringend eine Situation, die sich ändert. Und ich hoffe weiterhin, dass sich das fügt und bin aber genau zuversichtlich nach wie vor, dass das endlich passiert und freue mich total auch, also dass ihr dafür extra eine Veranstaltung macht und auch dazu beitragt, da irgendwie weiterzudenken und auch Instrumente zu entwickeln, um das irgendwie weiter zu befruchten. Vielen Dank. Ja, ich gehe auch ganz zuversichtlich aus dieser Veranstaltung, weil ich freue mich auch darüber, dass das hier Thema ist, dass wir hier gemeinsam diskutieren, dass es für viele auch ein Thema ist, dass wir uns vernetzen und bin da auch wirklich zuversichtlich, dass diese ganzen Netzwerke, die funktionieren, die ganzen Diskussionsrunden, die wir haben, auch was voranbringen. Und natürlich stelle ich mir auch vor, dass wir in einem Jahr da ganz einen großen Schritt weiter sind mit unserem Projekt. Ich habe ja jetzt heute mich auch mehr auf kritische Aspekte konzentriert. Das hat natürlich auch ganz viele andere und schöne Aspekte so. Also insofern vielen Dank wirklich nochmal auch für die Veranstaltung heute und vielen Dank an euch alle für euer Interesse und ja, bin ganz optimistisch. Ja, vielen, vielen Dank. Das ist so eine schöne positive Perspektive fürs Ende, wie ich sie mir gewünscht habe. Insofern ganz wunderbar. Danke. Ich sag mal auch noch vielleicht eine Sache. Mich stimmt ganz positiv. Wir machen gerade ganz viele Mieterinnenversammlungen als Linke. Und was ich tatsächlich beeindruckend finde, ist auch die Solidarität unter den Mieterinnen und Mietern, die häufig sich noch nie begegnet sind oder nur mal ganz zufällig in einer Hochhaussiedlung. Und aber tatsächlich begreifen, dass sie sozusagen eigentlich alle am gleichen Strang ziehen müssen. Das finde ich wirklich immer sehr schöne Erfahrungen auch. Also trotz dieser wirklich prekären Lebenssituation, da diese gemeinsame Perspektive irgendwie nach vorne zu stellen. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall an alle Referentinnen heute Abend, an alle Gäste, die hier gewesen sind. Wir haben ja das mit einer Anmeldung sozusagen gemacht. Wir werden tatsächlich auch sowas wie einen kleinen Veranstaltungsbericht oder ein längerer Veranstaltungsbericht, ehrlicherweise bei den vielen Dingen, die aufgekommen sind, auch gerne nochmal verschicken und wollen gerne im Gespräch bleiben. Wir machen auch regelmäßig eine ganze Reihe an Veranstaltungen hier auch als Linksfraktion, nicht immer im Abgeordnetenhaus, auch mal an netteren Orten. Aber insofern schön, dass Sie und ihr da gewesen seid und im besten Falle auf bis bald, spätestens natürlich am Donnerstag bei einer der diversen, am Freitag natürlich, genau, bei einer der diversen Demos. Vielen Dank.